In einer Neujahrsnacht beginnt eines der bekanntesten Hörspiele des Radioklassikers von Günter Eich, das auf seine Weise von der gesteigerten Empfänglichkeit für Anzeichen aller Art handelt, die sich mit dieser Nacht verbinden. Das Jahr Lacertis, vor fast genau einem halben Jahrhundert geschrieben, hören Sie in der SWF-Produktion von Karl-Peter Bilz mit einer Idealbesetzung der 50er Jahre. Gerd Westphal, O.E. Hasse, Paul Hoffmann, Heinz Schimmelpfennig, Hans-Christian Blech, Irmgard Först, Therese Giese und anderen. Das Jahr Lacertis. Hörspiel von Günter Eich. Regie Karl-Peter Bilz. Die Palmen vor der Kartause sind ein dichtes Gitter, vor dem ein Menschenschritt ebenso anhält wie die Zeit. Sind 20, sind 30 Jahre vergangen? Vielleicht könnte ich es ausrechnen, wenn ich mir Mühe gäbe. Die Kreuze auf den Grabhügeln würden mir helfen, auch wenn ihre Schrift vom Regen ausgewaschen oder von wuchernden Ranken zugedeckt ist. Zeit. Das ist die Farbe einer wilden Rose geworden und das Schälern einer Schlangenhaut. So weiß ich auch die Ziffer für das Jahr nicht, das dem allen vorausging. Möglicherweise hieß es 1880, aber ich habe es in meiner Erinnerung Lacertis genannt. Mit einem Wort, das damals Bedeutung für mich hatte, obwohl es sinnlos ist. Und obwohl ich wusste, dass es nicht das richtige Wort war. Das richtige Wort hörte ich in der Neujahrsnacht eben dieses Jahres. Und ich hörte es im Schlaf. In einem ebenerdigen Zimmer lag ich und das Fenster war einen Spalt weit geöffnet hinter den Gardinen. In meinen Traum schallte der Gesang der Betrunkenen, die heimgingen. Und der Stundenschlag der Pauluskirche, es war kurz nach sechs. Ich fuhr empor, als ich das Wort vernahm. Jemand, der an meinem Fenster vorüberging, musste es ausgesprochen haben, im Gespräch und nebenbei, obwohl es das Wort war, das alle Geheimnisse erklärte. Für seine Dauer war die Welt verwandelt und begriffen. Aber im gleichen Hauch war es wieder vergessen. Ich sprang aus dem Bett und stürzte ans Fenster. Ein Paar ging in der Richtung zur Wilhelmstraße. Beide trugen schwarze Mäntel, der Mann einen Zylinder, die Frau, die fast ebenso groß war, ein zierliches Hütchen. Es kam mir vor, als schwankten sie beide. Lachten sie auch? Ich rief, aber sie drehten sich nicht um und bogen links in die Fischergasse ein. Hastig zog ich mich an und rannte auf die Straße in der Hoffnung, sie einzuholen. In großen Flocken fiel Schnee auf ihre Spuren, die ich bald verlor. Ich hatte den Stein der Weisen besessen. So lange wie ein Blitz währt. Findet man ihn zum zweiten Mal, wenn schon beim ersten alles Suchen vergeblich ist? Der Zufall war meine beste Hoffnung. Ich begegnete dem Paar nicht, nicht einmal einem, das ihm ähnlich gewesen wäre. Überhaupt schienen die Straßen sich zu leeren, und als die Klingel einer Pferdebahn in der Ferne verstummt war, blieb ich gleichsam allein in einer steinernen Mondlandschaft zurück, im Schleier des Schnees, der eisig aus dem Weltraum an die Hafenspeicher fuhr. Da war die halbhohe Mauer, über die hinweg man sonst auf den Hafen sah. Etwas Ungewöhnliches war heute daran. Hatte jemand eine Last darauf niedergesetzt, einen halb gefüllten Seesack und stehen lassen, sodass der Schnee ihn angeweht hatte? Oder war hier inzwischen eine Plastik aufgestellt worden, die dem Kunstsinn der Bürger schmeicheln konnte, bei Sonne und bei Schneetreiben? Ich kam näher und sah einen Menschen auf der Brüstung hocken, halb zugeweht wie ein verlassener Seesack und wie eine steinerne Figur, die sich gegen kein Wetter wehrt. Ist das eine Temperatur, um im Freien zu sitzen? Wer findet mich, wenn ich im Zimmer bleibe? Wollten Sie gefunden werden, und bitte, ich habe Sie, obwohl ich etwas anderes suchte. Sie können in dieser Nacht nichts Besseres suchen und finden als mich. Möchten Sie meinen Buckel anfassen? Ihren Buckel? Ja. Ich habe einen. Schauen Sie nicht so verlegen.
Warum sollte ich ihn anfassen? Es bringt Glück. Denken Sie daran, dass heute die erste Nacht des Jahres ist. Es bringt mehr Glück als ein Hufeisen, als ein vierblättriger Klee, als ein Schornsteinfeger. Glück für das ganze Jahr. Und es kostet nur 50 Silbergroschen. Zu teuer für mich. 25, weil es schon morgen ist. Ich hätte das Gefühl, es zu billig zu bekommen. Hat das Glück keinen festen Preis? Sie sind unwissend. Und? Sie hätten aber die Anlage, ein Kenner zu werden. Ich meinte, Sie wollten mir den Preis für das Glück sagen. Sie werden ihn genau erfahren. Später. Vielleicht bald. So, und jetzt geben Sie mir Ihre Hand. So, hier. Hier ist mein Buckel. Sie sind kalt wie Eis. Das wundert mich nicht. Sie kommen jetzt mit mir. Ich koche Ihnen einen Tee. Ich muss auf die Leute warten, die das Glück brauchen. Es kommt niemand mehr. Die Betrunkenen sind glücklich, die Nacht ist vorbei. Wirkt es noch, wenn die Nacht vorbei ist? Es wird immer schwächer. Nun sagen Sie es selbst. Kommen Sie. Tun Sie rum in den Tee. Danke. Und Sie? Ich habe bis 2 Uhr getrunken. Punsch, Grog, Wein. Wohin schauen Sie? Die Bilder. Haben Sie die selbst gemalt? Ja. Wird Ihnen schon wärmer? Sie sind sehr naturgetreu. Grog hätte noch besser gewärmt, aber ich dachte, Sie hätten vielleicht genug von der Neujahrsnacht. Das ist eine Bergdohle. Das Angefangene dort, man kann auch nicht viel erkennen. Ein Fuchs, der aus der Schonung tritt. Ich male ihn oft immer gleich. Ein beliebter erster Preis für Schützenvereine. Ich verstehe, dass Sie Erfolg haben. Ihre Bilder sind wirklich sehr naturgetreu. Auch der Gecko dort. Oh, Sie kennen sich gut aus. Nehmen Sie keinen Zwieback? Danke. Zwieback ist das Beste am Neujahrsmorgen. Malen Sie auch anderes? Porträts, historische Szenen? Nein. Nur Tiere? Nur Tiere. Sehr gut. Ich finde das keineswegs gut. Warum soll das gut sein? Ach, ich meinte nur so. Ich gieße Ihnen noch einen Tee ein. Mir ist schon viel wärmer. Ich breche gleich auf. War ich unfreundlich, entschuldigen Sie. Aber ich finde meine Bilder abscheulich. Nein. Weil ich früher einmal den Ehrgeiz hatte, ein Lehnbach zu werden. Ich verstehe nichts von Bildern, aber von Tieren. Deswegen meine ich, dass sie gut sind. Vielleicht war ich auch unfreundlich, weil ich nicht Sie gesucht habe. Sondern? Sagen wir, einen Mann im Zylinder und eine Dame mit einem verwegenen Hütchen. Schade, dass ich es bin. Und dass es deswegen anmaßend klingt. Sagen Sie es trotzdem. Was man findet, ist das, was man gesucht hat. Eine Wahrheit wie ein durchlöcherter Sack. Man kann alles hineinpacken, weil es doch hindurchfällt. Das hat sie mit allen Wahrheiten gemeint. Vergessen Sie den Rum nicht. Eigentlich habe ich ein Wort gesucht. Ein bestimmtes Wort? Ein bestimmtes Wort. Wofür? Und auf der Straße? Warum nicht auf der Straße? Still, ich bin jetzt ganz nah dran. Ziemlich am Anfang muss ein A gewesen sein. Ich meine es jedenfalls, aber man kann sich so leicht täuschen. Ist es ein Wort, das Sie gehört haben? Es ist nicht ein Wort, es ist das Wort. Dann enthält es kein A. Meinen Sie? Es kommt mir aber so vor, es klang so wie, ja, wie Lacertis. Das kann nicht das Wort sein. Nein, es ist es nicht, aber so ähnlich könnte es gewesen sein. So ähnlich? Näher komme ich nicht heran. Lacertis, doch. Das war's. Beinahe. Beinahe. Jetzt haben Sie es ausgesprochen. Es ist der Sinn eines Wortes, ausgesprochen zu werden. Nein. Und jetzt werden Sie das Richtige nicht mehr finden. Und es ist das Nächste, obwohl es noch Nähere gibt. Was sage ich? Sie sind alle gleich weit davon entfernt. Kennen Sie es denn? Niemand kennt es. Nur ein betrunkener Herr im Zylinder. Lacertis. Was wollen Sie mit diesem Wort? Nicht wahr? Es ist ziemlich sinnlos. Immerhin ist es auch merkwürdig. Es klingt nach Lazerten. Es muss etwas mit Eidechsen zu tun haben. Warum ist das merkwürdig? Weil ich ein Buch über Eidechsen geschrieben habe. Das scheint Sie in Erstaunen zu setzen. Ein Buch über Eidechsen? Ja, eine Liebhaberei von mir. Und ich lese Sie auf der Straße auf, nachdem ich eben dieses Wort gehört habe. Sie müssen zugeben, dass es eine Bedeutung hat. Geraten Sie noch mehr in Entzücken, wenn ich Ihnen sage, dass die Eidechse eine Beziehung zur Wahrsagerei hat? Apollon zum Beispiel. Wahrsagerei? Einen Augenblick. Das erinnert mich an gestern Abend. Ist dies vielleicht eine Eidechse in Blei gegossen? Zeigen Sie. Gestern sagte man ein Torbogen. Auch Manuela meinte es. Eher ein Torbogen. Es kann vieles sein, aber keine Eidechse. Schade. Es hätte so gut zusammengepasst. Hätten Sie Lust, mit mir nach Brasilien zu fahren? Wie meinen Sie?
Sie haben richtig gehört. Nach Brasilien. Fahren Sie nach Brasilien? Ja, eine wissenschaftliche Expedition. Ich brauchte jemand, der Eidechsen malen könnte. So genau malen wie Sie. Eine Expedition kostet Geld. Die Hälfte wird von der Belgischen Akademie der Wissenschaften getragen, die Hälfte von mir. Von Ihnen? Von den Erträgnissen der Silvesternacht? Oder wer sind Sie? Jahre hindurch habe ich mich gewundert, warum alle Welt mich zu Silvester einlud, während sich sonst niemand um mich kümmerte. Ich hätte statt in Antwerpen ebenso gut in der Sahara oder unter den Seehunden leben können. Antwerpen also? Dann begriff ich, dass es mein Buckel war, der mich so anziehend machte. Seitdem verlasse ich zu Silvester meine Heimatstadt. Ich bin in Paris oder Amsterdam, London, Köln oder Hamburg. Ich bin immer, das heißt, mein Buckel ist immer willkommen. Muss ich mich entschuldigen? Ich habe Sie für einen Bettler gehalten. Sie meinen, warum ich Geld verlange? Es ist ein Aberglaube. Das Glück, das man umsonst bekommt, gilt nicht. Und warum wollten Sie kein Geld von mir? Sie werden ohne dies kein Glück haben. Sie sagen es sehr direkt. Fahren Sie also mit. Sie versäumen hier nichts. Und dort? Ich will es mir überlegen. Vielleicht hat man den Bleiklumpen falsch gedeutet. Vielleicht ist es kein Torbogen, sondern ein Schiff. Das Schiff, das nach Pernambuco fährt. Ein gutes Vorzeichen. Sagten Sie nicht, dass ich kein Glück habe? Gut, überlegen Sie es noch. Ich schreibe Ihnen. Zudem würde ich sagen, in mancher Hinsicht ist es das Glück, keines zu haben. Ich begleitete meinen seltsamen Gast auf den Bahnhof, wo er in geflickten Schuhen, zerschlissenem Mantel und barhäuptig in den Express nach Brüssel stieg und sich auf dem roten Samt der ersten Klasse zum Schlafen ausstreckte. Vielleicht war er wirklich aus Antwerpen. Vielleicht besaß er wirklich Schiffe, die über die Weltmeere fuhren. Es war nichts unmöglich. Als ich nach Hause ging, fiel mir ein, dass ich nicht einmal seinen Namen wusste. Wusste er meinen? Nun, gleich viel. Ich hatte keine Sehnsucht nach Brasilien. In meinem Zimmer lag noch das Stück Blei auf dem Tisch. War es ein Schiff? Ich gab mir selber zu, dass die Deutung Torbogen einleuchtender war. Dann dachte ich daran, dass erst eine Nacht dazwischen lag, seitdem es zischend ins Wasser getropft war. Ich dachte auch, dass ich vielleicht Manuelas wegen ungern die Stadt verlassen möchte. Und es fiel mir ein, dass sie gestern auch von Eidechsen gesprochen hatte. Das war freilich in ihrer Erzählung ganz unwichtig. Unser Haus lag am Berghang, oberhalb der Stadt, und man sah über die Bucht hinüber auf den Felsen von Gibraltar. Eine weiße glänzende Straße führte vom Hafen herauf zu uns. Am liebsten kroch ich tief in die Hecke, die über der Mauer an der Straße lag. Dort konnte man alles am besten sehen. Man sah ganz unten die Menschen, sehr klein, mit sehr kleinen Karren, sehr kleinen Eseln und in sehr kleinen Booten, die rote Segel trugen. Auch die großen Schiffe im Hafen waren sehr klein und die viel größeren auf dem Meer draußen waren noch kleiner. Das alles war so weit entfernt, dass ich oft Angst bekam, man würde uns vergessen in unserem großen, kühlen, weißen Haus. Manchmal kam jemand die Straße herauf. Das beruhigte mich. Ich war 13 Jahre alt und hatte großes Verlangen nach den Menschen. Aber ich wagte ihre Nähe nur, wenn ich ungesehen hinter meiner Hecke lag. Sonst lief ich vor ihnen davon, wie ein Zicklein, das ein Fremder lockt. Dabei kannte ich sie doch alle, die kommen konnten. Die alte Victoria, die uns Fleisch und Gemüse brachte. Den Briefträger. Die vier Arbeiter, die in dem halb aufgegebenen Steinbruch arbeiteten, wo die Straße endete. Ich weiß die Namen der vier noch. Ramon, José, Ricardo, Carlos. Wie lange habe ich nicht mehr an die Namen gedacht. Damals aber war es wie die vier Verse einer Strophe, wenn sie morgens der Reihe nach vorbeigingen. Ramon, José, Ricardo, Carlos. Und abends, wenn sie herabkamen vom Steinbruch, Ramon, Ricardo, Carlos, José. Abends war die Reihenfolge immer etwas anders als am Morgen. Ein Glück, dass man die Verse austauschen konnte.
Die Strophe blieb immer gleich schön. Ein einziges Mal kam ein Fremder. Er kam in der heißesten Stunde des Nachmittags. Und ich sah ihn von Weitem, wie er auftauchte und wieder verschwand, je nach den Biegungen des Weges. Er trug eine Schirmmütze, die er ab und zu in den Nacken schob, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Und als er näher war, sah ich, dass es ein Matrose von einem der beiden Schiffe sein musste, die gestern unseren Hafen angelaufen hatten. Warum kam er herauf? Es war ein heißer und weiter Weg, der nirgends anders hinführte als zu uns und zu dem Steinbruch. Jetzt hätte ich schon sein Gesicht erkennen können, aber er hielt den Kopf gesenkt, während er mit langsamen Schritten anstieg. Kurz vor der Mauer blieb er stehen und blickte die Mauer empor auf die Hecke und blickte genau auf die Stelle, wo ich versteckt lag. Obwohl ich sicher war, dass er mich nicht sehen konnte, fühlte ich mich gesehen. Aber ich blieb hocken, ebenso bewegungslos wie die Eidechse, die auf der Mauerhöhe in der Sonne lag. Jetzt sah ich den Mann genau, einige lange Augenblicke. Er musste sehr jung sein, hatte eine helle, aber dunkel verbrannte Haut, dünne Lippen und blaue, sehr helle Augen. Mit diesen hellen Augen starrte er unverwandt auf mein Versteck. Und es war mir, als bewegten sich seine Lider die ganze Zeit nicht. Noch als er den Kopf gehoben hatte, hatte ich ihn nicht gekannt. Aber nach diesen wenigen Sekunden war er mir vertraut. Ich kannte ihn seit langem. Er war wie ein Bruder, mit dem ich aufgewachsen war. Und ich liebte ihn. Unversehens drehte er sich um und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Mir zog sich das Herz zusammen, aber es war so selbstverständlich, dass er ging. Er ging die Biegungen des Weges hinab, verschwand hinter Bäumen, Böschungen, tauchte wieder auf und wurde immer kleiner, bis er zuletzt eines der winzigen Wesen war, die in den Hafengassen sich bewegten, und bis ich nicht mehr wusste, welches dieser Wesen er war. Er war den Weg nur heraufgekommen, um die Hecke anzuschauen, hinter der ich verborgen lag. Er war nur gekommen, damit er sich zu erkennen gab. Das war geschehen. Weiter bedurfte es keines Aufenthalts. Wäre er geblieben, er wäre alltäglich geworden. Und dass er fortging, macht es, dass er anwesend bleibt. Bis heute, Manuela? Bis heute. Und falls Sie danach fragen wollen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich wollte nicht danach fragen. Es schien mir selbstverständlich, dass Sie ihn nicht mehr gesehen haben. Und? Und? Dass Sie ihn nicht mehr sehen werden. Selbstverständlich? Ja. Dann ist es gut. Aber etwas anderes muss ich Sie fragen. Warum haben Sie es mir erzählt? Meinen Sie, dass Sie der Erste sind, dem ich es erzähle? Ja. Weil Sie ihm ähnlich sehen. Einen Augenblick dachte ich, dass Sie es wären. Das macht mich froh, Manuela. Es hätte mich enttäuscht. Es ist ein Grund, dass Sie fortgehen müssen. Fortgehen? Wohin? Gleichgültig wohin. Es ist mir seit jenem Tag gewiss geworden, dass ich nie glücklicher sein dürfte als er. Woher wissen Sie, wie er gelebt hat? Meinen Sie zum Beispiel, dass er nie geliebt habe? Woher wissen Sie, wie glücklich er war? Ich weiß es nicht. Und deshalb muss ich immer ärmer sein als alle anderen. So arm, wie er sein könnte. Manuela,
Wegen einer flüchtigen Begegnung in Ihrem 13. Jahr? Missverstehen Sie mich nicht. Es ist im Grunde genommen nicht seinetwegen. Er hat mir nur deutlich gemacht, was mein Leben sein muss. Niemand weiß in seinem 13. Lebensjahr, was sein Leben sein muss. Nein, aber dort kommt mein Leben her, das niemand verstehen will. Ich denke immer, wenn ich davon erzähle, habe ich es auch alles erklärt. Das ist ein Irrtum. So nichtssagendes ist, es ist mein eigentliches Erlebnis. Und Sie meinen, dass es etwas Entsprechendes in jedem Leben gäbe? Ich dachte. Es gibt es nicht. Deshalb versteht man Sie nicht. Aber was rede ich? Ich sehe Sie zum ersten Mal, ich kenne Ihr Leben nicht. Ist es schlimm, wenn ich neugierig bin? Nein. Sehen Sie meine Hände an. Sie sind rau und gesprungen. Ich sortiere Fisch in den Hallen. Das Salz macht die Hände rau. Das ist die richtige Arbeit, fand ich. Schlimm ist nur, dass alle Leute meinen, sie müssten mir eine bessere verschaffen. Mich macht alles traurig, was Sie sagen. Nehmen Sie es als Koketterie, dann braucht es Sie nicht mehr zu berühren. Aber kommen Sie jetzt, es ist 12:05. Ja, wir müssen hinüber zu den anderen. Müssen anstoßen, Blei gießen. Wir haben viel zu tun. Ja, die vielen Dinge, die man auch weglassen kann. Während ich mich so an den Abend vorher und an Manuela erinnerte, verwirrten sich meine Gedanken und am Tisch sitzend schlief ich ein. Sehr weit und lange sichtbar fuhr ein blendend weißes Segel in meinem Schlaf. Das zugleich der Gedanke war, dass ich Manuela noch heute am Neujahrstag aufsuchen wollte. Beim Erwachen indessen schien mir dieser Gedanke absurd. Ich kochte mir einen Tee und malte weiter an einem Bild, das ich eigentlich schon zu Weihnachten hätte abliefern sollen. Vielleicht war es besser, Manuela zufällig in den Hallen zu begegnen. In den nächsten Tagen malte ich dieses Bild fertig und begann das Gleiche für eine Kunsthandlung in Ingolstadt. Besser als ein Besuch, für den ich keinen rechten Vorwand hatte, war ein Brief. Auch das zweite und das dritte Bild wurden fertig. Es schneite vor meinen Fenstern. Ich ging nur wenig hinaus. Dann kam ein Brief von einem Herrn Laparte in Antwerpen. Ich sollte bald kommen und alle Zelte abbrechen. Ich malte sehr schnell die letzten drei Bestellungen Fuchs aus der Schonung tretend, verkaufte meine Möbel und ging eines Morgens mit einem mittelgroßen Koffer zum Bahnhof. Mir war es, als hätte es unterdessen nicht aufgehört zu schneien, aber wahrscheinlich irrte ich mich. Ich lebte 3 Wochen in Lapartes Haus, das er allein und mit zahlreicher Dienerschaft bewohnte. Dann lief das Schiff nach Pernambuco aus. Das Schiff nach Pernambuco. Anders kann ich nicht nach Brasilien gekommen sein. Aber ich suche in meinem Gedächtnis nach einem Schiff und nach einer langen Reise über das Meer. Mein Gedächtnis hat viel entlassen. Offenbar sind es Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Mich überkommt der unnütze Gedanke, was mit diesen Dingen geschieht, wo sie sich ansiedeln, die Heimatlosen. Vielleicht schreien die Möwen, die ich gehört haben muss, im Traum eines Kindes. Die Befehle des Kapitäns verstören die zärtlichen Worte eines Liebhabers. Und das Klirren der Teller im Speisesaal erheitert einen Sterbenden. Wo aber bleibt vor allem die Zeit, die viele Zeit, die vergessen ist? Ich fürchte, dass sie zu einem Leben zusammengestückelt wird, das unnütz ist. Das Schiff nach Pernambuco. Aber es ist niemand mehr da, den ich darum fragen könnte, wie lange die Überfahrt gedauert hat und welche Häfen wir angelaufen haben. Sollte das Vergessen eine Art des Sparens sein, so zweifle ich nicht, dass auch eine Gelegenheit vorgedacht ist, das angesammelte Kapital zu verbrauchen. Ich sehe uns im Hause des Dr. Bayard. Ich sehe seinen grauen Spitzbart und seine großen dunklen Augen hinter dem Kneifer. Er stammt aus der Normandie. Und Laparte schätzt ihn als Schlangenkenner. Er ist der Arzt der guten Gesellschaft von Pernambuco. Seine Schwester führt ihm den Haushalt, ein scheues, altes Mädchen. Ich glaube, sie ist stumm oder sie ist ein Geist. Man erschrickt bisweilen vor ihrer Lautlosigkeit. Das Schiff nach Pernambuco. Es ist abgewrackt,
und sein Name ist vergessen in alten Schiffsregistern wieder, dieses verdächtige Wort. Vergessen. Es schleicht sich überall ein. Ich will nicht denken, dass es die kleine Münze ist, die ich unter der Zunge trug und die ich dem Fährmann für die Überfahrt geben musste. Wir waren doch sehr lustig im Hause des Dr. Bayer. Tranken brasilianischen Rotwein und den von Burgund und rauchten schwarze Zigarren. Wir müssen ein paar Wochen dort gewesen sein. Ich lernte etwas Portugiesisch, kaufte Proviant ein, warf Mulatten an und malte die Schlangen in Öl, die Dr. Bayer in Glaskästen hielt. Laparte war der Tätigste von uns, er bereitete alles sorgfältig vor. Die Indios fürchteten seine Missgestalt. Das gab ihm zugleich Macht über sie. Aber ich vergaß zu sagen, dass wir vier waren. Siemens war noch dabei und Kingsley. Alle wollten etwas sammeln. Siemens Käfer und Fliegen, Kingsley Speerspitzen, Trinkbecher und Federschmuck. Es kann aber auch sein, dass Kingsley Käfer sammelt und Siemens Speerspitzen. Ich habe es vergessen. Wie ich das Schiff nach Pernambuco vergessen habe. Manchmal überlege ich, ob es nicht Lacertes geheißen hat. Denn seit längerem scheint mir das Unwahrscheinliche besonders einleuchtend. Es läge ein gewisser Hohn für mich in diesem Namen. Denn offenbar diente diese Eidechsenreise dazu, mir zu zeigen, dass das Wort Lacertes sehr vieles bedeuten konnte. Wenn man überhaupt annahm, dass es etwas bedeutet. Was mir Dr. Bayard sagte, nahm ich zuerst nicht sonderlich ernst. Später merkte ich, dass es wichtiger war, als ich vermuten konnte. Übrigens ist mir dieses Gespräch deutlicher in Erinnerung geblieben als alles, was wir sonst in Pernambuco vor unserem Aufbruch gesprochen haben mögen. 18 Monate will Herr Laparte bleiben, nicht wahr? Ja, ungefähr 18 Monate. Mich wundert es schon, dass er so lange fortbleiben kann. Und Sie können bleiben, solange Sie wollen? Ja. Was werden Sie tun, wenn Herr Laparte fort ist? Ich tue immer das Gleiche, ich male. Meinen Sie, dass Sie in Brasilien davon leben können? In Brasilien? Ich will in Europa malen. Herr Laparte erzählte mir, Sie würden nicht mehr nach Europa zurückgehen. Herr Laparte erzählte das? Und Sie müssen ihn missverstanden haben. Warum sollte ich ihn missverstanden haben? Er erzählte mir, dass Sie Ihre Wohnung aufgegeben haben und dass Sie nichts in Europa hält. Auch wenn ich meine Wohnung aufgegeben habe, wenn mich nichts in Europa hält, warum sollte ich nicht trotzdem zurückkehren? Auch in Brasilien hält mich nichts. Sie sind eben erst angekommen. Ich kam auch eines Tages an und es hielt mich nichts. Das war vor 40 Jahren. Seitdem bin ich hier. Warum sollte Herr Laparte annehmen, dass ich mein Leben in Brasilien verbringe? Das ist eine absurde Idee. Ich muss ihn fragen. Ich weiß nicht, ob es absurd ist. Ich kenne Sie nicht. Herr Laparte kann es vielleicht sagen, weil er Sie kennt. Er kennt mich nicht. Ich habe ihn vor einem Vierteljahr zum ersten Mal gesehen. Und machen schon seine Reise mit? Das ist ein Zufall. Eigentlich hing alles an einem Wort. Vielleicht nahm es Herr Laparte für ein Zeichen der Vorsehung, wenn man so großartig über unsere Bekanntschaft sprechen will. Ein Wort? Wie soll ich das verstehen? Das Wort hieß Lacertes und es erinnerte ihn an seine Eidechsen. Lacertes? Und was bedeutet dieses Wort eigentlich? Ich habe es von einem Betrunkenen gehört und vermute, dass es etwas von Wichtigkeit für mich ist. Herr Laparte meinte aber, ich hätte nicht richtig gehört. Ach, so könnte das Wort auch anders heißen? Das meint er. Laertes zum Beispiel? Laertes? Hat das mehr Sinn? Der Vater des Odysseus. Es ist weit weg, Ithaka, nicht wahr? Es ist nicht weit. Mir fiel ein, dass ich mich Laertes nennen könnte. Sie? Ich habe einen Sohn. Und Sie warten auf ihn, wie Laertes? Ja. Odysseus ist wiedergekehrt. Um mir die Gewissheit zu geben, sind Sie mit diesem Wort nach Pernambuco gekommen. Ich wäre froh, wenn ich sicher wüsste, warum ich gekommen bin. Seit 12 Jahren fährt Odysseus über das Meer. Aber er kehrt wieder. Ich weiß es seit heute. Seit heute bin ich Laertes. Wir fuhren mit dem Flussdampfer den Amazonas aufwärts
Wir schlugen einige hundert Kilometer oberhalb von Manaus unser Standquartier auf. Es bestand aus 4 Hütten eines friedlichen Indianerstammes. Ich hatte genug damit zu tun, all das zu malen, was Laparte einfing, denn er fürchtete, dass nur wenige Tiere die Reise nach Europa überstünden und wollte sie wenigstens als Bild heimbringen. Auch für Kingsley und Siemens malte ich einiges. Glückliche Zeit, wenn ich im Schatten vor der Hütte saß und die Farben auf der Palette mischte. Schwatzende, nackte Kinder standen um mich herum und es gelüstete sie immer wieder, von den dicken, bunten Farbklecksen zu kosten, so wie es sie bei uns nach buntem Zuckerwerk gelüstet. Ich hatte viel Mühe, meine Tuben sicher zu verwahren, in der Furcht, dass giftige Farben darunter sein könnten. Manchmal war es ganz leer um meine Staffelei und dann hörte ich ihr Geschrei unten am Fluss, wenn sie badeten. Und es kam vielleicht eine uralte, Pfeife rauchende Indianerin. Unsagbar hässlich und fast ebenso schmutzig, betrachtete mein Bild und nickte mir mit herablassender Anerkennung sehr würdig zu. Gegen Abend erhob sich der Duft von gebratenem Fisch oder Wildbrett aus den Hütten und der von Maisbrot und von starken Gewürzen. Dann kamen die Männer vom Fischen oder von der Jagd heim. Laparte kam und Kingsley und Siemens und wir aßen, was unser eingeborener Koch bereitet hatte und sie begutachteten meine Bilder und waren sehr streng, wenn eine Rückenzeichnung nicht gelb genug und ein Rot nicht von natürlicher Nuance war. Die anderen klagten über die feuchte Hitze, ich vertrug sie gut und schlief in den schwülen Nächten unter dem Moskitonetz, als kennte ich es nicht anders. Glückliche Zeit. Ich weiß nicht, ob sie Wochen oder Monate dauerte. Eines Abends, als wir beim Essen saßen, ging sie vorüber. Ohne dass ich es merkte, war sie mit dem, was Laparte sagte, zu Ende. Ich habe mich heute anderswohin rudern lassen als sonst. Ich hatte das Gefühl, dass die Jagdgründe hier für mich erschöpft sind. Wie ist das bei euch? Mir ist es gleich. Ich finde überall, was ich brauche. Für mich wäre es besser, das Quartier zu wechseln. Nun, wir können es ja tun. Aber das ist es nicht, was ich erzählen wollte. In einem Dorf hörte ich, dass es 3 Tage Reisen weiter bei einem anderen Stamm einen Weißen gäbe, der dort krank liegt. Allein? Offenbar. Es war nichts Genaues zu erfahren. Malaria wahrscheinlich. Es war eben nicht klar. Es schien auch etwas geheimnisvoll dabei zu sein. Man muss der Sache nachgehen. Ich frage mich, warum die Indianer ihn nicht fortschaffen. Vielleicht ist er nicht transportfähig. Man könnte auch fragen, warum sie ihn nicht totgeschlagen haben. Es sind ja nicht alle so friedlich wie hier. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, an dem nichts Wahres ist. Tja, aber man muss ihm nachgehen. Möglich, dass man schon mit einigen Medikamenten helfen kann. Das dachte ich. Einer von uns sollte hinfahren. Ja. Ihr seht mich alle an. Ich dachte... Ach, offenbar soll ich es sein. Ihnen macht es am wenigsten aus, ob Sie hier malen oder eine kleine Bootsreise machen. Mir macht es nichts aus. Ich fahre gern. Die Hütte, wo der kranke Richards lag, war schadhaft. Es war gegen Abend und durch die Ritzen der Wand waren Stäbe von Licht gesteckt und bildeten eine Barriere zwischen ihm und mir. Er lag in einem Winkel auf einem Lager von trockenen Blättern. Eine Schüssel und ein Krug standen neben ihm. Das war alles. Als ich eintrat, richtete er sich auf und wandte mir sein Gesicht zu. Nein. Etwas, was einmal sein Gesicht gewesen war. Gehen Sie hinaus. Wir hörten von Ihnen und dachten, wir könnten Ihnen helfen. Sie können mir nicht helfen, ich brauche nichts. Ich habe Medikamente mit. Ist es Malaria? Es ist Lepra, dagegen gibt es keine Medikamente. Aussatz. Deshalb empfehle ich Ihnen ja hinauszugehen, obwohl es kaum ansteckend ist. Man kann sagen, dass es überhaupt nicht ansteckend ist. Warum soll ich dann gehen? Ich lasse mich nicht gerne anschauen. Verstehen Sie? Sie liegen hier nicht bequem. Man könnte manches für Sie tun. Insektenpulver, Desinfektionsmittel, ein vergittertes Fenster, Stacheldraht um die Anstalt. Ich habe genug davon gehört. Ich will sterben, wie es mir passt. Wer spricht von Sterben? Dafür zahle ich mit Unrat und Ungeziefer. Außerdem helfen mir die Indianer. Was können die Ihnen helfen? Sie bringen mir Essen und Trinken. Sie helfen mir, weil Sie Angst haben, aber Sie helfen mir. Haben Sie auch Angst? Ja. Also könnte ich Ihnen auch helfen. Gehen Sie, wie die anderen gegangen sind. Die anderen? Höchstens... Mir fällt etwas ein, was ich brauchen könnte. Ja?
Whisky. Meinen Sie, Whisky täte Ihnen gut? Darauf kommt es nicht an. Wer waren die anderen? Haben Sie Whisky? Nicht hier, in unserem Lager. Es ist ein paar Tage Reisen entfernt. Holen Sie ihn? Ja. Wir waren vier. Als die anderen merkten, was mit mir war, sind sie heimlich davon. Ich bin seit einem Jahr hier. In dieser Hütte. Ah, Whisky war nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass sie wiederkommen. Sie halten mich für einen Säufer, wie? Nein. Besser, sie verachten mich, als dass sie mich als armen Lazarus bemitteln. Lazarus? Wie kommen Sie auf dieses Wort? Ist es so merkwürdig? Es steht in der Bibel. Lazarus. Es erinnert an Lazarus, nicht wahr? Woran? Vielleicht ist es auch ein anderer, der ihn den Whisky bringt. Wir sind vier, ich muss es mit den anderen besprechen. Die anderen, das sind die, denen man misstrauen muss. Mir wäre es lieber. Lazertis hätte nur etwas mit Eidechsen zu tun. Ich könnte mir denken, Sie wären an meiner Stelle hier geblieben, auch ohne den Aussatz zu haben. Sie reden so, weil Sie nicht wissen, worum es sich handelt. Ich will Sie nicht kränken, aber ich könnte gut fortfahren, so lachen. Wissen Sie denn, worum es sich handelt? Ich weiß es. Sie sind hochmütig. Es ist der kleine Hochmut derer, die lange sterben. Er ist deswegen nicht weniger ärgerlich. Denken Sie übrigens nicht, dass ich mich beklage. Es ist eine angenehme Krankheit, die nicht wehtut. Man wird unempfindlich. Was kann man auf der Welt Besseres erreichen? Ich war dennoch etwas voll Groll gegen Richards, wie sehr ich ihn auch bemitleidete. Dass er von aller Welt verlassen war und bei lebendigem Leibe verweste, war das ein Grund, überheblich zu sein? War man ein Narr, nur weil man nicht krank war? Jedenfalls war ich nicht mehr als die anderen verpflichtet, mich um ihn zu kümmern. Er behauptet, dass es nicht ansteckend ist. Ich hoffe, Sie haben sich trotzdem desinfiziert. Ich tue Lysol ins Waschwasser. Hoffentlich nützt das. Gehen Sie mir aus dem Weg, wenn Sie sich fürchten. Kein Streit, bitte. Wir können wenig für Richards tun. Ein armer Teufel. Dass er bald sterben wird, ist das Beste für ihn. Wohin gehen Sie? Ich habe einen schweren Tag gehabt. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir leichte Tage gehabt? Er hat Angst, dass Sie ihn anstecken. Bin ich selber schon aussätzig? Unsinn. Also, was soll man tun? Gar nichts wäre eine Möglichkeit. Das ist etwas zu wenig. Ich schlage vor, wir bringen ihn an die Küste. Es wird irgendwo eine Anstalt für solche Fälle geben. Dort gehört er hin. Diese Möglichkeit hat einen Vorteil. Sie sieht so aus, als hätten wir uns um ihn gekümmert. Haben wir es dann nicht? Zugleich aber sieht sie auch nach Fahnenflucht aus. Fahnenflucht? Ist dieser Transport eine Kleinigkeit? Ich sehe, eines ist das Beste. Bringen wir ihn an die Küste. Das ist unmöglich. Soll die Expedition aufgegeben werden? Aufgegeben werden? Wieso? Sagten Sie nicht, wir bringen ihn an die Küste? Wir? Um das auszuführen, genügt einer. Ich schlage vor, Siemens. Warum lachen Sie? Weil er es ganz einfach ablehnen wird. Dann Sie, Kingsley. Unmöglich, ich habe zu viel Zeit und Geld in diese Sache gesteckt. Von Herrn Laporte ließ es sich dasselbe sagen. Das lässt sich auch sagen. Dann bleibt eigentlich niemand übrig. Niemand? Oder wollen Sie es mir zumuten? Zumuten natürlich nicht. Aber... Am nächsten Morgen waren Siemens und Kingsley so früh aufgebrochen, dass ich sie nicht mehr zu Gesicht bekam. Ich packte meine Sachen für die zweite Reise zu Richards. Laporte kam hinzu und beobachtete mich aus seinen kleinen, flinken Augen. Ich hasste ihn in diesem Augenblick. Es passt mir schlecht, dass Sie weggehen. So viele Tage, wo Sie nicht malen. Oh, Ihre Bilder sind wunderbar. Es ist ein Glück für mich, dass ich Sie gefunden habe. Für mich und für mein Buch. Wasserstiefel. Natürlich muss ich die Wasserstiefel mitnehmen. Wenn man es recht bedenkt, braucht man alles. Man müsste alles mitnehmen. Sie haben recht. Ich packe zu viel ein. Im Gegenteil, zu wenig. Wollen Sie Ihren Malkasten hier lassen? Meinen Sie, dass ich Zeit zum Malen habe, wenn ich Richards an die Küste bringe? Warum nicht? Es dauert 8 Tage, bis Sie in Manaus und 3 Wochen, bis Sie in Para sind. Das kommt mir sinnlos vor. Wie soll er das überstehen? Das ist wie eine Reise nach einem anderen Friedhof. Das ist in jeder Reise eingeschlossen. Was wollten Sie anderes für ihn tun? Ihn lassen, wo er ist?
Denn ich ahne, wohin ich ihn bringe. In eine Art Gefängnis. Aber es ist besser, er ist unter seinesgleichen. Geteiltes Leid. Sind die seinesgleichen, die gleiche Krankheit haben? Man könnte auch fragen, ob man gerne unter seinesgleichen ist. Man sollte sich also nicht um ihn kümmern. Sollte nicht zum zweiten Mal zu ihm fahren. Sie fragen mich? Ich bin es plötzlich, der entscheiden soll? Beide Möglichkeiten sind gleich schlecht. Ihr geht davon und sammelt Käfer und Eidechsen. Und ihnen überlassen wir die Menschen. Ist das so schlimm? Er verwest bei lebendigem Leibe. Ihr seht ihn euch nicht einmal an und ich darf ihn an die Küste bringen. Welche Auszeichnung. Ja. Jawohl, Sie werden ausgezeichnet, während wir die Flucht ergreifen. Übrigens fand ich, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Welche? Nein, vielleicht gibt es sie nicht. Lassen wir das. Im Mittelalter trugen die Aussätzigen Klappern, mit denen sie lärmen mussten, wenn sie an die Häuser kamen. Man warf ihnen Brot oder Geld zu. Warum erzählen Sie mir das? Ich fürchte Ihre gelehrten Abschweifungen. Lazarus-Klappern wurden sie genannt. Was geht mich der Fremde an? Gut, ich will ihm Whisky bringen und Lysol. Mehr kann man nicht tun. Damit habe ich alle Menschenpflicht erfüllt. Niemand macht Ihnen Vorwürfe. Immer wieder vergaß ich Sie zu fragen, warum Sie Dr. Bayard gesagt haben, ich wolle in Brasilien bleiben. Wie kann ich etwas sagen, was ich nicht weiß? Er muss mich missverstanden haben. Am besten ist es, ich rüste mich nur für ein paar Tage aus. Ich wollte Ihnen sagen, dass es das Beste ist, wenn Sie alles mitnehmen. Alles? Weil es wahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Tagen das Quartier wechseln. Es ist besser, Sie haben alles bei sich, wenn Sie uns suchen. Meinen Sie, es sei einfacher? Ja, das meine ich. Und wenn ich einen Teil hier ließe? Ich befürchte einen Diebstahl. Und wenn Sie es mitnehmen? Es stellt sich immer heraus, dass man das Falsche eingepackt hat. Ich glaube, Sie werden alles brauchen. Auf der langen Reise. Sie wissen für alles eine Antwort. Und denken Sie daran, dass in Manaus, in Pará und in Pernambuco Geld auf Ihren Namen liegt. Nun, ich muss jetzt gehen. Gute Fahrt. Gute Fahrt, Laparte. Lazarus. Während der Tage, wo mein Bootstrom aufgerudert wurde, dachte ich dieses Wort. Ich dachte es mit seinen 3 Vokalen und 4 Konsonanten. Es ist mir wirklich, dass man ein Wort denken kann. Es bewegt sich sehr schnell und immer geradeaus fort, ein Pfeil von einer Bogensehne abgeschnellt. Dort ruhte er einmal in gefährlicher Ruhe, der Schütze ist unbekannt. Ungewiss, wo das Ziel ist oder ob er ziellos ins Leere und in den Zufall geschossen wurde. Rechts und links, oben und unten erhellen sich kurz wie von Blitzschlägen die Bilder. Sie sind zu deutlich, um zu bleiben. Lazarus, biblische Gewänder, eine strenge Hand, die das Ungefähre ausschließt. Die Schweren, alle Schweren der Welt, bunte Bilder aus medizinischen Werken. Und man weiß, dass der Leib ein Grauen ist. Wie wenn man die Seele kolorierte. Lazarus. Gibt es Wörter, die nicht die Welt enthalten? Der Mann, der in einer Urwaldhütte liegt und den Aussatz hat, erwartet den Tod. Es geht ihm nicht schlechter als allen, es geht ihm gut. Man braucht sich nicht um ihn zu kümmern. Ein paar Flaschen Whisky und wieder abfahren. Schade um den Whisky. Man müsste sich um alle kümmern, das ist Sentimentalität. Der Ausweg, die Kümmernis von Berufswegen. Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte, Priester, Totengräber, Klageweiber, die bezahlten Heilgehilfen aller Art, ihnen muss man das überlassen. Dazwischen der Verdacht, nein, die Gewissheit, dass Richards blind war. Hatte er überhaupt noch Augen? Konnte ich länger als eine Stunde dieses Gesicht ansehen, das kein Gesicht mehr war. Vom Ufer her schreit es, es sind die Affen in den Bäumen, vielleicht Papageien. Gleich wache ich auf. Aber wo liege ich dann? Lazarus.
Lazarus. Sie müssen ihn pur trinken, Soda fehlt. Wir werden dürsten wie in der Hölle. An die Hölle bin ich gewöhnt. Wir denken, dass es unsere Pflicht ist, sie an die Küste zu bringen. Und sie soll der Teufel aufholen. Wir können sie nicht zwingen. Natürlich können sie mich zwingen. Ich kann wie ein Paket an die Küste befördert werden. Aber sie können auch hier bleiben. In der Erinnerung schmeckte der Whisky besser. Ich werde mich wieder an den Geschmack gewöhnen. Es ist nicht so viel da, um sich daran zu gewöhnen. Haben Sie es sehr eilig, wieder vorzukommen? Ja. Stellen Sie die Flasche näher hierher. Wie viel haben Sie? 3. Man könnte sagen, 3 Tage. Das könnte man sagen. Übrigens brauchen Sie wirklich keine Angst zu haben. Es gehört einer Veranlagung dazu, angesteckt zu werden. Bedenken Sie, wie wenig Aussätzige es gibt. Und woher haben Sie es? Ich bin in so vielen Häfen gewesen und habe in so vielen Betten geschlafen, als dass ich es wissen könnte. Vor 5 Jahren fing es an. Die Haut wurde an ein paar Stellen rot. Am Oberschenkel und am Bauch weiter nichts. Es ging wieder weg und kam an anderen Stellen wieder. Ich achtete nicht darauf. Ah, Unsinn, ich will Ihnen keine Krankengeschichte erzählen. Und eigentlich weiß ich auch, woher ich es habe. Ja? Ich meine, woher es kommt, dass ich es bekommen konnte. Eine Veranlagung, sagten Sie. Ich meine den Punkt in der Welt, wo sich alles entscheidet. Gibt es den? Ich fuhr auf einem türkischen Schiff und wir hatten in Algeciras angelegt. In jedem Hafen ist mehr los als dort. Es ist doch eigentlich kein Hafen, sondern ein Fischerdorf. Die einzige Kurzweil ist der Rotwein. Ich beklagte mich bei dem Wirt der Kneipe darüber und er lachte und meinte, Algeciras sei der Mittelpunkt der Welt, weil dort alles stillstehe und ringsherum sich alles bewege. Wo ist der Mittelpunkt der Welt? In Algeciras. Ich glaube, Sie hören nicht zu. Erzählen Sie trotzdem weiter. Es ist nicht wichtig, ob ich zuhöre. Na gut. Ich ging wieder an Bord, aber am nächsten Tag konnten wir aus irgendeinem Grund nicht auslaufen und langweilten uns weiter. Zum Mittag hielt ich es weder an Bord noch in der Kneipe mehr aus. Ich schlenderte durch die Gassen und kam auf eine Straße, die in Serpentinen den Abhang hinaufführt. Es war kein Vergnügen, in der Hitze dort zu gehen. Ich wollte nirgends hin, die Langeweile trieb mich, oder eine Art Trotz. Plötzlich war ich am Mittelpunkt der Welt. In Algeciras. Ah, in Algeciras. Genauer gesagt etwas oberhalb von Algeciras. Der Weg machte eine Biegung, eine hohe Mauer war da und darüber eine Hecke. Eine Eidechse saß auf der Mauerkrone. Mit erhobenem Kopf war sie wie in der Bewegung erstarrt. Es war aber, als sehen mich aus der Hecke heraus ein paar Augen an, die ich nicht sah. In Algeciras. Ja, es liegt nahe bei Gibraltar, man sieht den Felsen herüber. Die Straße führt zu einem Steinbruch, aber das wissen Sie nicht, Sie sind nicht weitergegangen. Ich bin nicht weitergegangen. Habe ich es denn schon einmal erzählt? Lassen Sie sich nicht stören. Ich erzähle es oft, ich erzähle es den Baumstämmen und dem Wasserkrug. Ein paar Augen sahen Sie an? Sie sahen mich so brennend an, dass ich es nicht ertragen konnte. Aber Sie hörten nichts. Ein Schrei oder vielleicht ein Wort. Nein, es war gerade die Stille, die alles noch mächtiger machte. Es war eine Stille, die es nirgends gibt. Ich dachte, dass Sie die Welt hätten hören müssen, wie sie sich bewegt. Ah, diese Bewegung eben war die mächtige Stille. Und dann? Wie können Sie dann sagen? Als ob es dort Zeit gäbe. Es war nichts, ich ertrug es nicht. Ich drehte mich um und ging. Ich dachte, dass dann die Eidechse weiterlief und dass die Augen in der Hecke dann einem Mädchen gehörten, das mir neugierig nachstarrte. Und damit es so würde, drehte ich mich um und ging. Verstehen Sie da, mit alles vergessen würde. Aber es wurde nicht vergessen. Algeciras war wie vorher, die Kneipe, der Hafen, das Schiff. Und doch versuchte ich vergebens, es so zu sehen, wie ich es eine Stunde vorher gesehen hatte.
Jeder kennt das. Man sieht eine Stadt zum ersten Mal, aber dann lebt man lange darin. Die Ansicht verändert sich immer mehr und man kann sie nie mehr so sehen wie im ersten Augenblick. Aber manchmal, kurz wie ein Blitz, sieht man sie wieder. Und es ist ein Blitz von Glück. Als ich den Berg herunterkam, hatte ich viele Jahre in Algeciras gelebt. Aber es war noch etwas anderes. Ich sah nichts in der Welt mehr wie im ersten Augenblick. Ich kannte alles. Ich hatte überall sehr lange gelebt. Und das ist eigentlich der Aussatz. Ich bekam ihn, weil ich ihn schon hatte. Sind Ihre Augen noch gut? Jetzt wird's allmählich anders. Je schlechter ich sehe, desto neuer wird alles für mich. Ich lebe nach rückwärts. Ja, Tod, das ist der Augenblick, wo die Welt ist wie am ersten Tag. Die Indianer, bei denen Richards Zuflucht gefunden hatte, friedliche und gutmütige Leute, räumten eine Hütte für mich aus, wo ich für die Tage wohnen sollte, die ich blieb. Richards war immer nur wenige Stunden am Tage wirklich wach. Die anderen dämmerte er im Halbschlaf dahin. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr weit von dem Augenblick entfernt war, von dem er gesprochen hatte. Der Gedanke, ihn noch an die Küste zu bringen, war absurd. Ich hatte viel Zeit in diesen Tagen und packte mein Malzeug aus. Ich malte keine Tiere, ich malte die Hütte, worin Richards sterben sollte, den Pfad, der zu der Hütte führte, und den Urwald dahinter. Ich dachte, dass ich das für Manuela malte. Ich brauchte nicht zu sagen, dass der Tod in diesem Bild war. Es war eine Landschaft aus dem Urwald, weiter nichts. Es war das Beste, was ich je gemalt habe. Und dennoch herzlich schlecht. Manuela hat das Bild nie gesehen. Es gibt gewiss auch viele Dinge, die mich angehen, von denen ich nie erfahre. Der Whisky reichte länger als vorgesehen, aber am vierten Tage war er zu Ende. Ich dachte an die dritte Möglichkeit, von der Laparte gesprochen hatte. Ja, plötzlich sah ich sie auch. Und sie schien mir die natürlichste. Sie bieten mir nichts mehr an. Die Flaschen sind leer. Um 3 Tage vergangen. Wir sind im 5. Sie sind länger geblieben als vorgesehen. Wollten Sie mich nicht an die Küste bringen? Sie wollten es nicht. Sie werden fort müssen, nicht wahr? Nein. Ich bleibe noch. Wie lange? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Wieso? Bis es aus ist. Ich wollte so lange bleiben, wie Sie wollen. So weit ist, will ich nichts mehr. Sie werden sich langweilen. Wollen Sie nicht die Kerze anzünden? Die Kerze? Wieso? Ist es nicht Nacht? Nacht? Ja, es ist Nacht. Aber ich habe keine Kerze mehr. Ach. Jetzt merke ich, dass es heller Tag ist. Die Sonne scheint mir auf die Hand. Jetzt wird's Zeit. Sonst kenne ich die Dunkelheit so lange. Am 10. Tage legte überraschend ein Boot an. Die Indianer lockten mich mit ihrem Geschrei zum Ufer. Hallo, Laparte. Paul! Schlechte Nachrichten. Für wen? Wie gut, dass Sie nicht da waren. Was ist geschehen? Ein Überfall. Siemens ist tot. Tot? Ein Pfeilschuss in die Schulter. Eine harmlose Wunde, aber... Vergiftet? Ja. Und Kingsley? Ist wohl auf, wenn man das unter diesen Umständen sagen kann.
Wir haben einen Teil der Sammlung retten können. Aber von der Ausrüstung ist so vieles verloren, dass wir die Expedition abbrechen müssen. Das ist grässlich. Man wird mir das verlorene Geld vorrechnen und mir natürlich die Schuld an Siemens Tod geben. Ihnen? Man wird sagen, ich sei nicht vorsichtig genug gewesen. Siemens ist auf seinem Gebiet der erste Mann, auch das wirbelt viel Staub auf. Kingsley wird Ihnen beistehen. Und natürlich ich auch. Kommen Sie in den Schatten. Erzählen Sie ausführlich. Mich wundert es, dass ich Sie noch antreffe. Wollten Sie nicht längst unterwegs sein? Zur Küste? Ja, eigentlich. Ich dachte, wenn Sie noch nicht fort wären, könnte ich Sie abholen. Ich bin noch nicht fort. Aber ich... Was meinen Sie? Ich hätte nicht zu kommen brauchen. Sie sind woanders. Es rührt mich fast, dass Sie zuhören, wenn ich Ihnen sage, dass Siemens tot ist. Was sagen Sie mir Entsetzliches? Bin ich stumpf? Sie missverstehen mich. Es ist alles gut. Aber ich bin traurig darüber, dass Sie mich nicht mehr brauchen. Nein, widersprechen Sie nicht. Sie brauchen niemanden mehr. Nicht einmal ihn. Was ist mit ihm? Er wird bald sterben. Es ist gut, dass ich Sie noch einmal gesehen habe. Er wird sterben, nicht ich. Die dritte Möglichkeit. Sie bleiben. Der Strom floss breit und schlammig, und als das Boot in die Strömung glitt und an Fahrt gewann, hob Laparte die Hand und winkte mir zu. Er stand aufrecht, aber es schien, als habe er den Kopf noch tiefer in die Schultern gezogen und als habe er sich ermüdet niedergesetzt. Er rief mir etwas zu, was ich nicht mehr verstand. Es mochte das Wort sein, das ich schon einmal nicht verstanden hatte. Er war hier gewesen und wusste es und hat es mir nicht gesagt. Es kann aber auch sein, dachte ich, dass man es mir erst sagen kann, wenn man so weit fort ist, dass ich es nicht mehr verstehe. Diese Ferne ist die Voraussetzung des Glücks. Ich hob die Hand und winkte, obwohl das Boot nicht mehr zu erkennen war. Zugleich hob ich die Hand, um alles wegzuwischen. Die Fragen, das viele vielleicht, den Abschied. Laparte, Siemens. Adieu. Der Strom fließt breit und schlammig. Ich werde selber drauf fahren und nicht wiederkehren. Ich drehte mich um. Selbst eine so einfache Bewegung gewann Bedeutung. Ich drehte mich um und ging zu Richards. Sie sind den ganzen Tag nicht gekommen. War jemand da? Ja, uns geht uns sehr gut. Er hat Whisky mitgebracht. Der Eidechsenmann. Wie viel? 2 Flaschen. Vielleicht reicht es. Und Konserven. Ah, ist alles sehr gut. Seien Sie nicht so gleichgültig. Trinken Sie einen Schluck? Ist er wieder fort? Weit fort. Und für immer. Für immer? Wohin fährt er? Was wird er tun? Ist es nicht, was ich wissen will, etwas anderes. Was werden Sie tun, wenn Sie von hier fortfahren? Nichts Besonderes, glaube ich. Man weiß nicht so genau, was etwas Besonderes ist. Für mich ist es besonders, weil es in einer Zeit spielt, wo ich nicht mehr da bin.
Sie werden nach Manaus fahren, aber gibt es dann Manaus noch? Wenn es für mich zu den Irrtümern zählt, gehen Sie durch die elenden Gassen und lächerlichen Basaren vorbei. Am Kontor der Reederei Minchos e Filho. Und alle machen ein wichtiges Gesicht, wenn es sie nicht mehr gibt. Denken Sie daran, dass die Lebenden die Gespenster für die Toten sind. Dennoch, Sie fahren weiter nach Pará, nach Pernambuco. Inzwischen sind alle Räume aufgelöst und so etwas geworden, was auch nicht Zeit ist. Boulevards, die Cafés, die Abendpromenade, die Zeitungen, die Geldmünzen in ihrem Portemonnaie, alles geschieht noch, während schon die Sphärenmusik tönt. Ich kann mich gut trösten, ey. Sie antworten nichts. Sie sind so zartfühlend. Glauben Sie mir, es ist alles noch von dieser Welt, was Sie von mir hören. Und dann fahren Sie über das Meer. Übrigens etwas, was ich mir noch vorstellen kann, wenn ich schon tot bin. Sie fahren übers Meer. Aber was tun Sie nun eigentlich? Ich werde die Augen suchen, die Sie aus der Hecke angesehen haben. Und Teufel, Sie können doch nicht das Gleiche tun wie ich. Dazu müssten Sie erst sterben. Das ist ja noch lange hin. Ja, gute Reise. Wollen Sie mir nicht das Gleiche sagen? Auf eine gute Reise, Richards. So ist es recht. Richards starb 2 Wochen später. Den längsten Teil dieser Zeit war er ohne Sprache und Bewusstsein. Die Indianer halfen mir, ihn zu begraben. Nachdem ich aus seinem Seesack an mich genommen hatte, was er an Papieren bei sich trug, verbrannten wir die Hütte und seine geringe Habe. Am Abend las ich in seinen Papieren und verbrannte sie auch. Ich blieb lange wach in dieser Nacht, hörte die Geräusche der Nacht. Bisweilen ist sie laut von Getier, dann wieder hört man nur den Fluss, ein eintöniges Brausen, das man gewiss eines Tages nicht mehr vernimmt, wenn man bleibt. Ich bedauerte, dass kein Whisky mehr da war. Nur Tabak hatte ich und die Pfeife. Sie erhellte einen kleinen Raum in der Hütte. Draußen waren Sterne. Wie kam ich hierher? An diesen einen Punkt der Welt. Hatten alle Manuela Laparte Richards, hatten sie nicht alle das gleiche Wort zu mir gesprochen? Gegen Morgen schlief ich ein. Ich träumte von Manuela. Das sind die Briefe, Manuela. So viele, ein ganzer Sarg voll. Ich habe mein Leben lang daran geschrieben. Wann soll ich sie alle lesen? Es steht in allen das Gleiche, nur die Briefmarken unterscheiden sich. Sehen Sie, das hier ist Deutschland, das Belgien, das Spanien. Waren Sie in Spanien? In der Nähe von Gibraltar. Sie waren nicht in Spanien und die Briefe sind nicht von Ihnen. Es steht nichts darin, es sind leere Umschläge. Ich habe mein Leben daran geschrieben und jetzt steht nichts darin. Sie leben das Leben von anderen, Sie haben auch keine eigenen Krankheiten. Ich meinte, das alles wäre ich. Ich habe es auch von mir gemeint, aber es waren andere Augen, mit denen ich aus der Hecke schaute. Ich muss Ihnen etwas sagen, Paul, der Weg führte nicht zu dem Steinbruch. Ich habe es mir gedacht. Aber Sie dürfen es niemand verraten. Ich muss abfahren, Manuela, hören Sie die Schiffsglocken nicht? Es sind die Glocken aller gestrandeten Schiffe. Und der Kapitän ist streng. Wussten Sie nicht, dass ich mit Ihnen fahre? Ich habe Urlaub genommen. Es ist nur ein kleines Boot, aber wenn Sie mitfahren, Manuela, wird Platz für alle darin kommen.
Als ich am Morgen im Fluss badete, entdeckte ich an meiner rechten Hüfte einige rote, unregelmäßige Flecken. Es war wohl nur, weil ich nachts schlecht gelegen hatte. Und es gab noch keinen Grund, Angst zu haben. Bis Manaus, das war eine Reise von 8 Tagen, verschwanden die Flecke wieder. Aber dann hatte ich sie am ganzen Körper. Und als ich in Manaus den Flussdampfer nahm, fand ich keine guten Gründe mehr, unbesorgt zu sein. Es ist ein sehr langsames Schiff. Oft gibt es Anlegestellen, deren Sinn man nicht begreift. Es sei denn, sie dienen den Alligatoren und Papageien zur Unterhaltung. Der Dampfer nähert sich ihnen mit lautem Glockengebimmel, liegt eine Stunde oder auch mehrere still, keine Menschenseele zeigt sich und die Räder bewegen sich wieder und man fährt ab, während die Schiffsglocke sinnlos in den Urwald tönt. Die Glocken aller gestrandeten Schiffe. Laparte sagte, ich brauchte ihn nicht mehr. Welch ein Irrtum. Ich brauche alle. Ich brauche die ächzenden Greise in der Nachmittagssonne. Die Säuglinge in der Wiege, das Kind, das seine Schulaufgabe nicht weiß, die Frau, die unter Petroleumlicht strickt, den Arzt, der das falsche Medikament verschrieb, den Betrunkenen, der nicht fröhlich wurde. Wer Angst hat, braucht sie alle. Ich habe Angst um mein Leben, obwohl ich noch nicht einmal weiß, ob ich wirklich krank bin. Bayard vor allem brauche ich. Er wird mir sagen, ob ich es habe. Und wenn ich es habe, wird er Mittel wissen aus Schlangengift oder Orchideensäften. Es ist sehr beruhigend, dass es Dr. Bayard in Pernambuco gibt. Ich habe mir gedacht, dass Sie zu mir kommen. Ich habe alles vorbereitet und die einschlägige Literatur studiert. Sie lachen? Entschuldigen Sie, ich habe nur darüber gelacht, dass ich die Literatur studiert habe, obwohl ich doch nicht wusste, dass Sie nach Pernambuco kommen. Nun, wir werden sehen. Zeigen Sie, ist eine seltene Krankheit und über seltene Krankheiten weiß man nicht ohne weiteres Bescheid. Ich habe Laparte und Kingsley vorsichtshalber auch schon untersucht. Ich bin schon in Übung. Ist Laparte noch da? Sie waren beide gesund. Vorgestern ist das Schiff in See gegangen, ein paar Stunden nach dem Begräbnis. Begräbnis? Ziemlich rot, diese Stellen. Tut das weh? Nein. Meine Schwester ist plötzlich gestorben. Ihre Schwester? Oh, das tut mir leid. Nur, sie kannten sie kaum. Es ist kein Grund, dass sie besondere Gemütsbewegungen zeigen. Ich nehme mir etwas Blut. Es tut kaum weh. Sie sind sehr sonderbar, Doktor. Was den Laertes betrifft. Übrigens ist das uninteressant, Sie haben eigene Sorgen. Sehen Sie, wenn ich hier drücke, bleibt die Druckstelle und die Haut spannt sich nicht wieder. Ist das schlecht? Nichts ist besonders schlecht. Die Haut spannt sich wieder und die Druckstelle bleibt nicht. Wenn Sie es besser verstehen, brauchen Sie nicht zu mir zu kommen. Ach, nichts für ungut, Doktor. Was wollten Sie über Laertes sagen? Dass es ein Irrtum war. Ich bin nicht dieser Laertes. Wie lange haben Sie diese Flecken schon? 5 Wochen. Odysseus kommt nicht wieder. Hier ist kein Ithaka. Ich war ein romantischer Narr, als ich hier Wort hörte. Hier ist Pernambuco, eine Stadt mit Hafenanlagen und normaler Postverbindung. Man kann zum Beispiel einen Brief aus Kapstadt bekommen. Er braucht höchstens 4 Wochen. Und es steht darin, Ihr Sohn ist im hiesigen Gefängnis verstorben. Natürlich steht auch das Datum darin und einige behördliche Schnörkel ranken sich herum. Aber das Wort verstorben bleibt unter allen Schnörkeln und Ranken lesbar. Haben Sie normalen Appetit, normale Verdauung? Herr Dr. Bayard. Es tut Ihnen leid, ich weiß. Beantworten Sie meine Fragen. Alles normal. Und dann macht sich das Schicksal diesen gemeinen Witz. Eigentlich haben Sie ihn gemacht. Sie. Ich? Ich verstehe Sie nicht. Das Ohrläppchen, so. Eines Tages fängt meine Schwester an, irre zu reden, und eines anderen Tages ist sie verschwunden, und eines dritten Tages fischt man sie tot aus dem Hafen. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass das Begräbnis vorgestern das Begräbnis einer Selbstmörderin war. Wie können Sie von einem Witz sprechen, Dr. Bayard? Hören Sie ihn nicht? Sie haben mich Laertes genannt. Sie nannten sich selbst so. Aber Sie kamen mit diesem Wort zu mir. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Es gibt noch einen anderen Laertes, nicht auf Ithaka, sondern in Helsingborg. Seine Schwester Ophelia, die den Prinzen Hamlet liebte, ertränkte sich im Wahnsinn. Aber Dr. Bayard, wo habe ich da einen Witz gemacht? Einen gemeinen Witz. Sie nannten mich Laertes. Meine Schwester war 59 Jahre alt. Und wenn es einen Prinzen Hamlet gegeben hat, dann muss es ein glatzköpfiger Herr gewesen sein. Sehr komisch, nicht wahr? Lachen Sie noch nicht? Ich finde es nicht komisch. Ich fühle mich schuld daran, weil ich das Wort zu Ihnen gebracht habe. Genau das will ich sagen. Ich muss Sie jetzt einen Augenblick allein lassen. Eine kleine Untersuchung in meinem Laboratorium nebenan. Es geht ganz schnell. Es war, als zöge sich das Gericht zur Beratung zurück.
Freispruch. Mildernde Umstände. Todesurteil. Ich saß auf der Anklagebank und horchte auf Schritte. Auf das Knarren von Dielen. Und das Gehen einer Tür. Es dauerte sehr lange, bis Dr. Bayard zurückkam. Aber ich schöpfte Hoffnung, als ich sein Gesicht sah. Es hatte einen zufriedenen Ausdruck. Nun? Übrigens, was Ihr Wort betrifft, ich kann Ihnen noch weitere Variationen geben. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Doktor. Haben Sie etwas gefunden? Zum Beispiel gibt es in meiner Muttersprache ein Wort, la certitude, die Gewissheit. Eben die will ich haben. Nicht wahr? Es erinnert an Lacertes, aber wessen ist man gewiss? La certitude, die Gewissheit. Das ist wie eine Antwort, für die man die Frage nicht weiß. Ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Das wird der Besuch für Sie sein. Besuch für mich? Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, jemand wollte Sie sprechen. Niemand außer Ihnen weiß, dass ich hier bin. Wer ist das? Zwei Herren. Kennen Sie sie? Ich habe sie nie gesehen. Und hier bei Ihnen? Warum nicht bei mir? Warten Sie, ich öffne. Ja, kommen Sie herein. Nehmen Sie hier Platz. Der Herr kommt gleich. Es gibt Fälle von Lepra, die sehr schnell verlaufen, ich meine tödlich verlaufen, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und wiederum gibt es Fälle, die sich über Jahre hinziehen, ja, über Jahrzehnte. Das ist ja jetzt nicht mehr wichtig. Es bleibt immer gleich wichtig. Ich meine für mich. Ich glaube, Sie müssen gehen, die Herren warten schon. Ja. Um auch das noch zu sagen, das brasilianische Leprosenheim war früher ein Kloster, das von spanischen Mönchen besetzt war. Es heißt noch heute die Kartause, spanisch La Certosa. La Certosa? Nicht wahr? Das erinnert auch an Lacertes. Ganz ohne Bedeutung ist das Wort nicht. Es erinnert sehr daran. Nun, Sie können darüber nachdenken, wenn Sie in die Certosa kommen. In die Certosa? Die beiden Herren kommen aus der Certosa, um Sie abzuholen. Es ist alles in Ordnung, Monsieur. Sie haben den Aussatz. Ein zweirädriger Karren, auf dem ich wie ein Bündel lag. Ein Maultier an der Deichsel, von vielen Schlägen wund, als hätte es selbst den Aussatz. Störrisch zog es uns durch das breite Tor der Certosa. Und ich wusste, als ich das Tor erblickte, dass ich am Ziel war. Eine halbe Hand groß und in Blei gegossen hatten die Pfeiler und der Bogen auf der Plüschdecke meines Tisches gelegen. Und ich hatte nicht gewusst, wie das Gegossene zu deuten war. Jetzt wusste ich es. Gesträuch war an den Mauern rechts und links emporgeschossen. Durch das Wachstum hindurch erblickte man die eingelassenen Glasscherben auf der Mauerzinne, grün, braun, weiß. Es war kein Krankenhaus, was mich erwartete, sondern ein Gefängnis. Die Strafe stand fest. Die Schuld war unbekannt. Aber sie musste sehr groß sein. In den Zellen hausten die Verwesenden, die Blinden, die Krüppel, die auf allen Vieren krochen. Ihre Blechteller standen vor den Türen, als man mich durch den Gang führte. Es war die Stunde, wo die Bettelsuppe ausgeschenkt wurde und kein Kranker seine Zelle verlassen durfte. Türen gingen verstohlen hinter uns auf. Enttäuschte Augen, enttäuschte, tastende Hände. Aber das alles verstand ich erst später, als ich selber hungernd wartete. Viel mehr als diese Suppe kam von der Welt nicht zu uns. Es sei denn, man rechnet Dr. Oliveira, den Arzt, dazu, der alle Woche einmal flüchtig durch die Gänge schritt. Und die Wärter, die sich in Entfernung hielten, wo es ging, eigentlich Wachtposten waren und Knüttel bei sich trugen. Einen Priester gab es unter den Kranken selbst. Und Totengräber waren wir. Die leichten Fälle. Wer in die Certosa kam, war seinem Schicksal überlassen. Bald begann die Regenzeit. Sie begann und dauerte
und endete. Ein neuer Sommer kam, eine neue Regenzeit. Es gingen 3 Jahre hin. Und auf einmal war es, als fingen die Uhren, die lange stillgestanden hatten, noch einmal an zu gehen. Das war, als Manuela kam, die andere Manuela. Sie kam wie ich zur Stunde, als die leeren Teller in den Gängen standen und wir öffneten die Türen und die Suppe war noch nicht eingeschöpft. Eine breite Mulattin in einem grellgrünen Kleid schnaufte durch den Gang und in die Zelle des taubstummen Mädchens Maria. Manuela war sehr krank. So deutlich krank, dass es schwer zu begreifen war, wie sie sich so lange hatte in der Freiheit bewegen können. Sie hatte von Abfällen gelebt und unterm Bogen eines Eisenbahnviadukts geschlafen. Eine andere Bettlerin hatte sie angezeigt, um den Schlafplatz nicht mit ihr teilen zu müssen. Für Manuela war die Kartause das Paradies. Die Suppe ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Sie ist gut, sehr gut. Es sind Fleischstückchen drin. Sie gefallen mir, Manuela. Wie kann ich Ihnen gefallen, Senior, ein altes Negerweib, das den Aussatz hat? Ich habe auch den Aussatz. Ich glaub's nicht. Sie sind ein schöner Mann. Sie gefallen mir, Manuela, weil Sie Manuela heißen. Das ist ein Grund. Es ist ein schöner Name, nicht wahr? Sie werden mich auslachen, Manuela. Aber ich meine, alle Manuelas der Welt müssten sich ähnlich sein. Senor, sagen Sie mir, wer die andere Manuela ist, die Sie meinen. Meine ich eine? Ich würde mir Mühe geben, ihr ähnlich zu sein. Und eigentlich meine ich, alle müssten die gleichen sein. Aber das ist noch lächerlicher. Es gibt vieles, worüber man lacht, Senor, und später... Ja, weint man über dasselbe. Nein, Sie sind nicht Manuela. Doch. Ich bin es. Sie müssen nur meine Hautfarbe vergessen und den Aussatz und dass ich dick bin. Kurzum, Sie müssen mich vergessen. Dann bin ich's. Die Probe, Manuela. Wo sind Sie geboren? Weiß nicht. Sie machen es nicht so leicht. Kennen Sie Algeciras? Der Kellner im Café Commercial. Oh, Sie verstehen die Prüfung nicht. Algeciras ist eine Stadt. Ah, natürlich. Die Stadt, wo ich geboren bin. In der Nähe von Rio, nicht wahr? Alles falsch, Manuela. Nein, Sie kennen all die Namen nicht. Gibraltar, Antwerpen, La Parte, Dr. Bayard. Dr. Bayard kenne ich. Dr. Bayard kennen Sie? Einmal griff ich in einen Abfalleimer und eine Schlange biss mich. Brachte man Sie zu Dr. Bayard? Es tat sehr weh. Ich habe keine gute Erinnerung an Dr. Bayard. Ich auch nicht. Er hat mich hierher gebracht. Er ist jetzt auch in einem Haus, das wie ein Gefängnis ist. In was für einem Haus? In einem Irrenhaus. Dr. Bayard? Es ist lange her, dass mich die Schlange biss, sicher 4, 5 Jahre. Bald danach ist er verrückt geworden. Alle Leute in Pernambuco sprachen davon. Bei Schlangenbiss hat er Schnupfensalbe verordnet und einer Frau, die in die Wehen kam, ein Zugpflaster aufgelegt. Man brachte ihn fort, als er seine Schlangen freiließ. Vor ein paar Jahren? Als ich noch schön war. Ja. Vor ein paar Jahren. Tags darauf kam Dr. Oliveira in die Kartause. Nach einem flüchtigen Gang durch das Haus zog er sich in das Pförtnerzimmer zurück, wo er für gewöhnlich einige Stunden mit den Schreibarbeiten für die Anstalt zubrachte. Ich packte meinen kleinen Koffer. Es war nicht viel, was ich einzupacken hatte. Ein paar Schuhe, 3 Hemden, eine Hose, 5 Taschentücher, 4 Paar Strümpfe. Das reichte für den Anfang. Lapartes Gold lag immer noch auf der Bank für mich. Hoffentlich lief bald ein Schiff aus. Aber selbst wenn alles schlecht ging, konnte ich nach 5 Wochen in Europa sein. Ich überlegte mir, wie ich zu Dr. Oliveira gehen und was ich ihm sagen würde. Herein! Sie wissen, dass Sie hier nicht herein dürfen. Für Kranke ist der Zutritt verboten. Ich bin nicht krank, Dr. Oliveira, und selbst wenn ich krank wäre, käme ich herein. Was hält Ihnen es ein? Ist besser, Sie rufen niemanden zu Hilfe, Dr. Oliveira. Hören Sie mich in Ihrem eigenen Interesse an. Wozu haben Sie den Koffer mit? Was soll ich das? Ich bin jetzt rund 3 Jahre hier. 3 Jahre? Das stimmt nicht. Die Hauthäute, die ich anfangs hatte, war nach ein paar Monaten verschwunden. Das besagt nichts. Seit der ganzen Zeit finde ich nichts an meinem Körper, was auf Lepra hindeutet. Sie sind jetzt 2 Jahre, 7 Monate und hier. Sie haben es nicht ein einziges Mal der Mühe wert gehalten, mich zu untersuchen. Sie sind von einer Autorität untersucht worden. Von einer Autorität für Schlangenbisse.
Wir hätten hier nicht die Möglichkeit, eine so exakte Diagnose zu stellen. Und Sie wissen, wer einmal den Aussatz hat, wird ihn nicht mehr los. Der Augenschein kann trügen. Es gibt Fälle, die sich sehr lange hinziehen. Möglich, Dr. Oliveira, aber ich habe nicht die Absicht, ein medizinisches Gespräch mit Ihnen zu führen. Also, was wollen Sie? Die Autorität, von der Sie sprechen, befindet sich im Irrenhaus. Woher? Es dürfte ein schlechtes Licht auf die von Ihnen geleitete Anstalt werfen, wenn man dort auf das Zeugnis eines Wahnsinnigen hin 3 Jahre festgehalten wird. 2 Jahre, nun, 7 Monate. Gut, ich mache Ihnen den Vorschlag, wir lassen es bei 2 Jahren, 7 Monaten. Wie meinen Sie das? Sie schreiben mir einen Entlassungsschein für den heutigen Tag. Das ist eine Erpressung! Nennen Sie es, wie Sie wollen. Seien Sie jedenfalls versichert, dass ich genügend Macht habe, auch von hier aus. Und dass ich zu allem entschlossen bin. Es ist das Beste für Sie, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen. Und? Sie schweigen? Über alles. Senor, was wollen Sie draußen? Ich nehme das nächste Schiff. Das nächste Schiff, natürlich. Immer denkt man, mit einer Reise käme man weiter. Es hat alles erst angefangen. Seien Sie froh, dass es nur angefangen hat. Es ist alles viel schlechter, wenn es zu Ende geht. Es muss weitergehen, nicht zu Ende. Und es kann weitergehen. Ich bin gesund. Sehen Sie sich um in der Welt. Wie schwer ist es für einen, der nicht aussätzlich ist? Was für ein Unsinn. Doch. Für den, der die Gewissheit hat, wird alles einfach. Es war ein falsches Wort, was mich hierher geführt hat. Dies ist der Ort, den Sie auf Erden erreichen konnten. Das falsche Wort an den falschen Ort. Ich muss das Richtige suchen. Sindar, reisen Sie, wenn Sie meinen, dass Sie es anderswo finden. Hier ist Ihr Schein. Leben Sie wohl, Dr. Oliveira. Ja, das wäre das Letzte, was ich ihm sagen würde. Leben Sie wohl, Dr. Oliveira. So einfach wäre das. Er würde keine Schwierigkeiten machen, nein, das würde er in meinem Fall nicht wagen. Und dann käme der wunderbare Augenblick, wo ich hinausginge und am Torwächter vorbei und ich hielte ihm einen Schein vor, und dann wäre die Palmenpflanzung da und der Blick auf das Meer und vielleicht sähe man draußen schon den Dampfer. Ich erwachte aus meinen Träumereien, in die ich vor meinem halbgepackten Koffer versunken war. Ich erwachte mit einem jähen Schmerz. Es war wie ein Messer, das meine Träume mitten durchschnitt und weiter glitt in mein Herz. Es war der Gedanke, dass keiner der Kranken mich sehen dürfe. Ich musste mich hinausschleichen, wenn ich zu Dr. Oliveira ging. Ich musste den Finger auf die Lippen legen, wenn ich beim Torwächter vorbeikam. Hinter den Sträuchern verborgen musste ich mich davon stehlen. Aber war es damit getan? Auch wenn ich davonfuhr mit dem Schiff übers Meer in die Freiheit, blieb nicht die Scham, dass ich die anderen verlassen hatte. Fuhr ich denn in die Freiheit? Konnte es dann noch Zärtlichkeiten ohne Gift geben und Worte, die mich erquickten? Mir fiel ein, dass O'Connor in den nächsten Tagen sterben würde und Juanita schwanger war. In einigen Wochen sollte der Theaterabend stattfinden und ich hatte Manuela versprochen, ihre Zelle zu weisen. Professor Ferraro wartete darauf, dass ich ihm den 7. Gesang der Lusiaden vorlese. Und man musste auf Pablo Acht geben, dessen Frau sich von ihm hatte scheiden lassen. Filippo hatte mir gestern gestanden, dass Juanitas Kind von ihm war. Und Maria würde nicht mehr lange die Teller waschen können. Es ging plötzlich schlechter mit ihr. Gewiss, sie konnten alle auch ohne mich sterben. Aber ich konnte nicht ohne sie leben. Immer denkt man, mit einer Reise käme man weiter. Dies hier ist der Ort, den Sie auf Erden erreichen konnten. Wer hatte das gesagt? Nein, nicht Dr. Oliveira, ich selber. Jemand rief nach mir, es war eine Frauenstimme, wahrscheinlich war es Manuela. Ich packte den Koffer wieder aus. Es war nicht viel, was ich auszupacken hatte. Ein paar Schuhe, 3 Hemden, eine Hose, 5 Taschentücher, 4 Paar Strümpfe. Es war nicht viel, aber es genügte. Dann rief Manuela wieder. Ich ging hinaus, um zu fragen, was sie wollte.
Sie hörten Das Jahr Lazertis, Hörspiel von Günter Eich. Die Personen und ihre Sprecher waren Paul, Gerd Westphal, Laparte, O.E. Hasse, Bayard, Paul Hoffmann, Kingsley, Wolfgang Schwarz, Seemanns, Heinz Schimmelfennig, Richards, Hans-Christian Blech, Oliveira, Arthur Menz, Manuela, Irmgard Först, die andere Manuela, Therese Giese. Ton Friedrich Wilhelm Schulz. Regie Karl Peter Bilz. Produktion Südwestfunk 1954. Was? Ziemlich rot, diese Stellen. Tut das weh? Nein. Meine Schwester ist plötzlich gestorben. Ihre Schwester? Oh, das tut mir leid. Nur, sie kannten sie kaum. Es ist kein Grund, dass sie besondere Gemütsbewegungen zeigen. Ich nehme mir etwas Blut. Es tut kaum weh. Sie sind sehr sonderbar, Doktor. Was den Laertes betrifft. Übrigens ist das uninteressant. Sie haben eigene Sorgen. Sehen Sie, wenn ich hier drücke, bleibt die Druckstelle und die Haut spannt sich nicht wieder. Ist das schlecht? Nichts ist besonders schlecht. Die Haut spannt sich wieder. Und die Druckstelle bleibt nicht. Wenn Sie es besser verstehen, brauchen Sie nicht zu mir zu kommen. Ach, nichts für ungut, Doktor. Was wollten Sie über Laertes sagen? Dass es ein Irrtum war. Ich bin nicht dieser Laertes. Wie lange haben Sie diese Flecken schon? 5 Wochen. Odysseus kommt nicht wieder. Hier ist kein Ithaka. Ich war ein romantischer Narr, als ich hier Wort hörte. Hier ist Pernambuco, eine Stadt mit Hafenanlagen und normaler Postverbindung. Man kann zum Beispiel einen Brief aus Kapstadt bekommen. Er braucht höchstens 4 Wochen. Und es steht darin, Ihr Sohn ist im hiesigen Gefängnis verstorben. Natürlich steht auch das Datum darin und einige behördliche Schnörkel ranken sich herum. Aber das Wort verstorben bleibt unter allen Schnörkeln und Ranken lesbar. Haben Sie normalen Appetit, normale Verdauung? Herr Dr. Bayard. Es tut Ihnen leid, ich weiß. Beantworten Sie meine Fragen. Alles normal. Und dann macht sich das Schicksal diesen gemeinen Witz. Eigentlich haben Sie ihn gemacht. Sie. Ich? Ich verstehe Sie nicht. Das Ohrläppchen, so. Eines Tages fängt meine Schwester an, irre zu reden, und eines anderen Tages ist sie verschwunden, und eines dritten Tages fischt man sie tot aus dem Hafen. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass das Begräbnis vorgestern das Begräbnis einer Selbstmörderin war. Wie können Sie von einem Witz sprechen, Dr. Bayer? Hören Sie ihn nicht? Sie haben mich Laertes genannt. Sie nannten sich selbst so. Aber Sie kamen mit diesem Wort zu mir. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Es gibt noch einen anderen Laertes, nicht auf Ithaka, sondern in Helsingborg. Seine Schwester Ophelia, die den Prinzen Hamlet liebte, ertränkte sich im Wahnsinn. Aber Dr. Bayard, wo habe ich da einen Witz gemacht? Einen gemeinen Witz. Sie nannten mich Laertes. Meine Schwester war 59 Jahre alt. Und wenn es einen Prinzen Hamlet gegeben hat, dann muss es ein glatzköpfiger Herr gewesen sein. Sehr komisch, nicht wahr? Lachen Sie noch nicht? Ich finde es nicht komisch. Ich fühle mich schuld daran, weil ich das Wort zu Ihnen gebracht habe. Genau das will ich sagen. Ich muss Sie jetzt einen Augenblick allein lassen. Eine kleine Untersuchung in meinem Laboratorium nebenan. Es geht ganz schnell. Es war, als zöge sich das Gericht zur Beratung zurück. Freispruch. Mildernde Umstände. Wie ein Blitzwert. Findet man ihn zum zweiten Mal, wenn schon beim ersten alles Suchen vergeblich ist? Der Zufall war meine beste Hoffnung. Ich begegnete dem Paar nicht, nicht einmal einem, das ihm ähnlich gewesen wäre. Überhaupt schienen die Straßen sich zu leeren, und als die Klingel einer Pferdebahn in der Ferne verstummt war, blieb ich gleichsam allein in einer steinernen Mondlandschaft zurück, im Schleier des Schnees, der eisig aus dem Weltraum an die Hafenspeicher fuhr. Da war die halbhohe Mauer, über die hinweg man sonst auf den Hafen sah. Etwas Ungewöhnliches war heute daran. Hatte jemand eine Last darauf niedergesetzt, einen halb gefüllten Seesack, und stehen lassen, sodass der Schnee ihn angeweht hatte? Oder war hier inzwischen eine Plastik aufgestellt worden, die dem Kunstsinn der Bürger schmeicheln konnte, bei Sonne und bei Schneetreiben? Ich kam näher und sah einen Menschen auf der Brüstung hocken, halb zugeweht wie ein verlassener Seesack und wie eine steinerne Figur, die sich gegen kein Wetter wehrt. Ist das eine Temperatur, um im Freien zu sitzen?
Wer findet mich, wenn ich im Zimmer bleibe? Wollten Sie gefunden werden? Und bitte, ich habe Sie. Obwohl ich etwas anderes suchte. Sie können in dieser Nacht nichts Besseres suchen und finden als mich. Möchten Sie meinen Buckel anfassen? Ihren Buckel? Ja, ich habe einen. Schauen Sie nicht so verlegen. Warum sollte ich ihn anfassen? Es bringt Glück. Denken Sie daran, dass heute die erste Nacht des Jahres ist. Es bringt mehr Glück als ein Hufeisen, als ein vierblättriger Klee, als ein Schornsteinfeger. Glück für das ganze Jahr. Und es kostet nur 50 Silbergroschen. Zu teuer für mich. 25, weil es schon morgen ist. Ich hätte das Gefühl, es zu billig zu bekommen. Hat das Glück keinen festen Preis? Sie sind unwissend. Und? Sie hätten aber die Anlage, ein Kenner zu werden. Ich meinte, Sie wollten mir den Preis für das Glück sagen. Sie werden ihn genau erfahren. Später. Vielleicht bald. So, und jetzt geben Sie mir Ihre Hand. So, hier. Hier ist mein Buckel. Sie sind kalt wie Eis. Das wundert mich nicht. Sie kommen jetzt mit mir. Ich koche Ihnen einen Tee. Ich muss auf die Leute warten, die das Glück brauchen. Es kommt niemand mehr. Die Betrunkenen sind glücklich. Die Nacht ist vorbei. Wirkt es noch, wenn die Nacht vorbei ist? Es wird immer schwächer. Nun sagen Sie es selbst. Kommen Sie. Tun Sie rum in den Tee. Danke. Und Sie? Ich habe bis 2 Uhr getrunken. Punsch, Grog, Wein. Wohin schauen Sie? Die Bilder. Haben Sie die selbst gemalt? Ja. Wird Ihnen schon wärmer? Sie sind sehr nah. Vor 5 Jahren fing es an. Die Haut wurde an ein paar Stellen rot. Am Oberschenkel und am Bauch weiter nichts. Es ging wieder weg und kam an anderen Stellen wieder. Ich achtete nicht darauf. Ah, Unsinn. Ich will Ihnen keine Krankengeschichte erzählen. Und eigentlich weiß ich auch, woher ich es habe. Ja? Ich meine, woher es kommt, dass ich es bekommen konnte. Eine Veranlagung, sagten Sie. Ich meine den Punkt in der Welt, wo sich alles entscheidet. Gibt es den? Ich fuhr auf einem türkischen Schiff und wir hatten in Algeciras angelegt. In jedem Hafen ist mehr los als dort. Es ist doch eigentlich kein Hafen, sondern ein Fischerdorf. Die einzige Kurzweil ist der Rotwein. Ich beklagte mich bei dem Wirt der Kneipe darüber und er lachte und meinte, Algeciras sei der Mittelpunkt der Welt, weil dort alles stillstehe und ringsherum sich alles bewege. Wo ist der Mittelpunkt der Welt? In Algeciras. Ich glaube, Sie hören nicht zu. Erzählen Sie trotzdem weiter. Es ist nicht wichtig, ob ich zuhöre. Na gut. Ich ging wieder an Bord, aber am nächsten Tag konnten wir aus irgendeinem Grund nicht auslaufen und langweilten uns weiter. Zum Mittag hielt ich es weder an Bord noch in der Kneipe mehr aus. Ich schlenderte durch die Gassen und kam auf eine Straße, die in Serpentinen den Abhang hinaufführt. Es war kein Vergnügen, in der Hitze dort zu gehen. Ich wollte nirgends hin, die Langeweile trieb mich, oder eine Art Trotz. Plötzlich war ich am Mittelpunkt der Welt. In Algeciras. Ah, in Algeciras. Genauer gesagt etwas oberhalb von Algeciras. Der Weg machte eine Biegung, eine hohe Mauer war da und darüber eine Hecke. Eine Eidechse saß auf der Mauerkrone. Mit erhobenem Kopf war sie wie in der Bewegung erstarrt. Es war aber, als sehen mich aus der Hecke heraus ein paar Augen an, die ich nicht sah. In Algeciras. Ja, es liegt nah bei Gibraltar. Man sieht den Felsen herüber. Die Straße führt zu einem Steinbruch. Aber das wissen Sie nicht. Sie sind nicht weitergegangen. Ich bin nicht weitergegangen. Habe ich es denn schon einmal erzählt? Lassen Sie sich nicht stören. Ich erzähle es oft. Ich erzähle es den Baumstämmen und dem Wasserkrug. Ein paar Augen sahen Sie an? Sie sahen mich so brennend an, dass ich es nicht ertragen konnte. Aber Sie hörten nichts. Ein Schrei oder vielleicht ein Wort. Nein, es war gerade die... Er war wie ein Bruder, mit dem ich aufgewachsen war. Und ich liebte ihn.
unversehens drehte er sich um und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Mir zog sich das Herz zusammen, aber es war so selbstverständlich, dass er ging. Er ging die Biegungen des Weges hinab, verschwand hinter Bäumen, Böschungen, tauchte wieder auf und wurde immer kleiner, bis er zuletzt eines der winzigen Wesen war, die in den Hafengassen sich bewegten, und bis ich nicht mehr wusste, welches dieser Wesen er war. Er war den Weg nur heraufgekommen, um die Hecke anzuschauen, hinter der ich verborgen lag. Er war nur gekommen, damit er sich zu erkennen gab. Das war geschehen. Weiter bedurfte es keines Aufenthalts. Wäre er geblieben, er wäre alltäglich geworden. Und dass er fortging, macht es, dass er anwesend bleibt. Bis heute, Manuela? Bis heute. Und falls Sie danach fragen wollen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich wollte nicht danach fragen. Es schien mir selbstverständlich, dass Sie ihn nicht mehr gesehen haben. Und? Und? Dass Sie ihn nicht mehr sehen werden. Selbstverständlich? Ja. Dann ist es gut. Aber etwas anderes muss ich Sie fragen. Warum haben Sie es mir erzählt? Meinen Sie, dass Sie der Erste sind, dem ich es erzähle? Ja. Weil Sie ihm ähnlich sehen. Einen Augenblick dachte ich, dass Sie es wären. Das macht mich froh, Manuela. Es hätte mich enttäuscht. Es ist ein Grund, dass Sie fortgehen müssen. Fortgehen? Wohin? Gleichgültig wohin. Es ist mir seit jenem Tag gewiss geworden, dass ich nie glücklicher sein dürfte als er. Woher wissen Sie, wie er gelebt hat? Meinen Sie zum Beispiel, dass er nie geliebt habe? Woher wissen Sie, wie glücklich er war? Ich weiß es nicht. Und deshalb muss ich immer ärmer sein als alle anderen. So arm, wie er sein könnte. Manuela, wegen einer flüchtigen Begegnung in Ihrem 13. Jahr? Missverstehen Sie mich nicht. Ich hatte genug damit zu tun, all das zu malen, was Laparte einfing. Denn er fürchtete, dass nur wenige Tiere die Reise nach Europa überstünden und wollte sie wenigstens als Bild heimbringen. Auch für Kingsley und Siemens malte ich einiges. Glückliche Zeit, wenn ich im Schatten vor der Hütte saß und die Farben auf der Palette mischte. Schwatzende, nackte Kinder standen um mich herum und es gelüstete sie immer wieder, von den dicken, bunten Farbklecksen zu kosten, so wie es sie bei uns nach buntem Zuckerwerk gelüstet. Ich hatte viel Mühe, meine Tuben sicher zu verwahren, in der Furcht, dass giftige Farben darunter sein könnten. Manchmal war es ganz leer um meine Staffelei und dann hörte ich ihr Geschrei unten am Fluss, wenn sie badeten. Und es kam vielleicht eine uralte, pfeiferrauchende Indianerin. Unsagbar hässlich und fast ebenso schmutzig, betrachtete mein Bild und nickte mir mit herablassender Anerkennung sehr würdig zu. Gegen Abend erhob sich der Duft von gebratenem Fisch oder Wildbret aus den Hütten und der von Maisbrot und von starken Gewürzen. Dann kamen die Männer vom Fischen oder von der Jagd heim und Laparte kam und Kingsley und Siemens und wir aßen, was unser eingeborener Koch bereitet hatte und sie begutachteten meine Bilder und waren sehr streng, wenn eine Rückenzeichnung nicht gelb genug und ein Rot nicht von natürlicher Nuance war. Die anderen klagten über die feuchte Hitze. Ich vertrug sie gut und schlief in den schwülen Nächten unter dem Moskitonetz, als kennte ich es nicht anders. Glückliche Zeit. Ich weiß nicht, ob sie Wochen oder Monate dauerte. Eines Abends, als wir beim Essen saßen, ging sie vorüber. Ohne dass ich es merkte, war sie mit dem, was Laparte sagte, zu Ende. Ich habe mich heute anderswohin rudern lassen als sonst. Ich hatte das Gefühl, dass die Jagdgründe hier für mich erschöpft sind. Wie ist das bei euch? Mir ist es gleich. Ich finde überall, was ich brauche. Für mich wäre es besser, das Quartier zu wechseln. Nun, wir können es ja tun. Aber das ist es nicht, was ich erzählen wollte. In einem Dorf hörte ich, dass es 3 Tage Reisen weiter bei einem anderen Stamm
einen Weißen gäbe, der dort krank liegt. Allein? Offenbar. Es war nichts Genaues zu erfahren. Malaria wahrscheinlich. Es war eben nicht klar. Es schien auch etwas geheimnisvoll dabei zu sein. Man muss der Sache nachgehen. Ich frage mich, warum die Indianer ihn nicht fortschaffen. Vielleicht ist er nicht transportfähig. Man könnte auch fragen, warum sie ihn nicht totgeschlagen haben. Es sind ja nicht alle so friedlich wie hier. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, an dem nichts Wahres ist. Tja, aber man muss ihm nachgehen. Möglich, dass man schon mit einigen Medikamenten helfen kann. Das dachte ich. Einer von uns sollte hinfahren. Ja. Ihr seht mich alle an. Ich dachte... Ach, offenbar soll ich es sein. Gleich schlecht. Ihr geht davon und sammelt Käfer und Eidechsen. Und ihnen überlassen wir die Menschen. Ist das so schlimm? Er verwest bei lebendigem Leibe. Ihr seht ihn euch nicht einmal an und ich darf ihn an die Küste bringen. Welche Auszeichnung. Ja. Jawohl, sie werden ausgezeichnet, während wir die Flucht ergreifen. Übrigens fand ich, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Welche? Nein, vielleicht gibt es sie nicht. Lassen wir das. Im Mittelalter trugen die Aussätzigen Klappern, mit denen sie lärmen mussten, wenn sie an die Häuser kamen. Man warf ihnen Brot oder Geld zu. Warum erzählen Sie mir das? Ich fürchte Ihre gelehrten Abschweifungen. Lazarus-Klappern wurden sie genannt. Was geht mich der Fremde an? Gut, ich will ihm Whisky bringen und Lysol. Mehr kann man nicht tun. Damit habe ich alle Menschenpflicht erfüllt. Niemand macht Ihnen Vorwürfe. Immer wieder vergaß ich Sie zu fragen, warum Sie Dr. Bayard gesagt haben, ich wolle in Brasilien bleiben. Wie kann ich etwas sagen, was ich nicht weiß? Er muss mich missverstanden haben. Am besten ist es, ich rüste mich nur für ein paar Tage aus. Ich wollte Ihnen sagen, dass es das Beste ist, wenn Sie alles mitnehmen. Alles? Weil es wahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Tagen das Quartier wechseln. Es ist besser, Sie haben alles bei sich, wenn Sie uns suchen. Meinen Sie, es sei einfacher? Ja, das meine ich. Und wenn ich einen Teil hier ließe? Ich befürchte einen Diebstahl. Und wenn Sie es mitnehmen? Es stellt sich immer heraus, dass man das Falsche eingepackt hat. Ich glaube, Sie werden alles brauchen. Auf der langen Reise. Sie wissen für alles eine Antwort. Und denken Sie daran, dass in Manaus, in Pará und in Pernambuco Geld auf Ihren Namen liegt. Nun, ich muss jetzt gehen. Gute Fahrt. Gute Fahrt, Laparte. Lazarus. Während der Tage, wo mein Bootstrom aufgerudert wurde, dachte ich dieses Wort. Ich dachte es mit seinen 3 Vokalen und 4 Konsonanten. Es ist mir wirklich, dass man ein Wort denken kann. Es bewegt sich sehr schnell und immer geradeaus fort, ein Pfeil von einer Bogensehne abgeschnellt. Dort ruhte er einmal in gefährlicher Ruhe, der Schütze ist unbekannt. Ungewiss, wo das Ziel ist oder ob er ziellos ins Leere und in den Zufall geschossen wurde. Rechts und links, oben und unten erhellen sich kurz wie ein Blitzschlag. Das Wort, was mich hierher geführt hat. Dies ist der Ort, den Sie auf Erden erreichen konnten. Das falsche Wort an den falschen Ort. Ich muss das Richtige suchen. Sindar, reisen Sie, wenn Sie meinen, dass Sie es anderswo finden. Hier ist Ihr Schein. Leben Sie wohl, Dr. Oliveira. Ja, das wäre das Letzte, was ich ihm sagen würde. Leben Sie wohl, Dr. Oliveira. So einfach wäre das. Er würde keine Schwierigkeiten machen, nein, das würde er in meinem Fall nicht wagen. Und dann käme der wunderbare Augenblick, wo ich hinausginge und am Torwächter vorbei und ich hielte ihm einen Schein vor. Dann wäre die Palmenpflanzung da und der Blick auf das Meer. Und vielleicht sähe man draußen schon den Dampfer.
Ich erwachte aus meinen Träumereien, in die ich vor meinem halbgepackten Koffer versunken war. Ich erwachte mit einem jähen Schmerz. Es war wie ein Messer, das meine Träume mitten durchschnitt und weiter glitt in mein Herz. Es war der Gedanke, dass keiner der Kranken mich sehen dürfe. Ich musste mich hinausschleichen, wenn ich zu Dr. Oliveira ging. Ich musste den Finger auf die Lippen legen, wenn ich beim Torwächter vorbeikam. Hinter den Sträuchern verborgen musste ich mich davon stehlen. Aber war es damit getan? Auch wenn ich davonfuhr mit dem Schiff übers Meer in die Freiheit, blieb nicht die Scham, dass ich die anderen verlassen hatte. Fuhr ich denn in die Freiheit? Konnte es dann noch Zärtlichkeiten ohne Gift geben und Worte, die mich erquickten? Mir fiel ein, dass O'Connor in den nächsten Tagen sterben würde und Juanita schwanger war. In einigen Wochen sollte der Theaterabend stattfinden und ich hatte Manuela versprochen, ihre Zelle zu weisen. Professor Ferraro wartete darauf, dass ich ihm den 7. Gesang der Lusiaden vorlese. Und man musste auf Pablo Acht geben, dessen Frau sich von ihm hatte scheiden lassen. Filippo hatte mir gestern gestanden, dass Juanitas Kind von ihm war. Und Maria würde nicht mehr lange die Teller waschen können. Es ging plötzlich schlechter mit ihr. Gewiss, sie konnten alle auch ohne mich sterben. Aber ich konnte nicht ohne sie leben. Immer denkt man, mit einer Reise käme man weiter. Dies hier ist der Ort, den sie auf Erden erreichen konnten. Wer hatte das gesagt? Nein, nicht Dr. Oliveira, ich selber. Jemand rief nach mir, es war eine Frauenstimme, wahrscheinlich war es Manuela. Ich packte den Koffer wieder aus. Es war nicht viel, was ich auszupacken hatte. Ein paar Schuhe, drei Hemden. Die Käfer sammelt und Siemens Speerspitzen, ich habe es vergessen. Wie ich das Schiff nach Pernambuco vergessen habe. Manchmal überlege ich, ob es nicht Lacertis geheißen hat. Denn seit längerem scheint mir das Unwahrscheinliche besonders einleuchtend. Es lege ein gewisser Hohn für mich in diesen Namen. Denn offenbar diente diese Eidechsenreise dazu, mir zu zeigen, dass das Wort Lacertis sehr vieles bedeuten konnte. Wenn man überhaupt annahm, dass es etwas bedeutet. Was mir Dr. Bayard sagte, nahm ich zuerst nicht sonderlich ernst. Später merkte ich, dass es wichtiger war, als ich vermuten konnte. Übrigens ist mir dieses Gespräch deutlicher in Erinnerung geblieben als alles, was wir sonst in Pernambuco vor unserem Aufbruch gesprochen haben mögen. 18 Monate will Herr Laparte bleiben, nicht wahr? Ja, ungefähr 18 Monate. Mich wundert es schon, dass er so lange fortbleiben kann. Und Sie können bleiben, solange Sie wollen? Ja. Was werden Sie tun, wenn Herr Laparte fort ist? Ich tue immer das Gleiche, ich male. Meinen Sie, dass Sie in Brasilien davon leben können? In Brasilien? Ich will in Europa malen. Herr Laparte erzählte mir, Sie würden nicht mehr nach Europa zurückgehen. Herr Laparte erzählte dann? Und Sie müssen ihn missverstanden haben. Warum sollte ich ihn missverstanden haben? Er erzählte mir, dass Sie Ihre Wohnung aufgegeben haben und dass Sie nichts in Europa hält. Auch wenn ich meine Wohnung aufgegeben habe, wenn mich nichts in Europa hält, warum sollte ich nicht trotzdem zurückkehren? Auch in Brasilien hält mich nichts. Sie sind eben erst angekommen. Ich kam auch eines Tages an und es hielt mich nichts. Das war vor 40 Jahren. Seitdem bin ich hier. Warum sollte Herr Laparte annehmen, dass ich mein Leben in Brasilien verbringe? Das ist eine absurde Idee. Ich muss ihn fragen. Ich weiß nicht, ob es absurd ist. Ich kenne Sie nicht. Herr Laparte kann es vielleicht sagen, weil er Sie kennt. Er kennt mich nicht. Ich habe ihn vor einem Vierteljahr zum ersten Mal gesehen. Und machen schon seine Reise mit? Das ist ein Zufall. Eigentlich hing alles an einem Wort. Vielleicht nahm es Herr Laparte für ein Zeichen der Vorsehung, wenn man so großartig über unsere Bekanntschaft sprechen will. Ein Wort? Wie soll ich das verstehen? Das Wort hieß Lacertis und es erinnerte ihn an seine Eidechsen. Lacertis? Und was bedeutet dieses Wort eigentlich? Ich habe es von einem Betrunkenen gehört und vermute, dass es etwas von Wichtigkeit für mich ist. Herr Laparte meinte aber, ich hätte nicht richtig gehört. Ach, so könnte das Wort auch anders heißen? Das meint er. Laertes zum Beispiel? Laertes? Sie helfen mir, weil Sie Angst haben, aber Sie helfen mir. Haben Sie auch Angst? Ja.
Also könnte ich Ihnen auch helfen. Gehen Sie, wie die anderen gegangen sind. Die anderen? Höchstens. Mir fällt etwas ein, was ich brauchen könnte. Ja? Whisky. Meinen Sie, Whisky täte Ihnen gut? Darauf kommt es nicht an. Wer waren die anderen? Haben Sie Whisky? Nicht hier, in unserem Lager. Es ist ein paar Tage Reisen entfernt. Holen Sie ihn? Ja. Wir waren vier. Als die anderen merkten, was mit mir war, sind sie heimlich davon. Ich bin seit einem Jahr hier. In dieser Hütte. Ja, Whisky war nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass sie wiederkommen. Sie halten mich für einen Säufer, wie? Nein. Besser, Sie verachten mich, als dass Sie mich als armen Lazarus bemitteln. Lazarus? Wie kommen Sie auf dieses Wort? Ist es so merkwürdig? Es steht in der Bibel. Lazarus. Es erinnert an Lazarus, nicht wahr? Woran? Vielleicht ist es auch ein anderer, der ihn den Whisky bringt. Wir sind vier. Ich muss es mit den anderen besprechen. Die anderen, das sind die, denen man misstrauen muss. Mir wäre es lieber. Lazertis hätte nur etwas mit Eidechsen zu tun. Ich könnte mir denken, Sie wären an meiner Stelle hier geblieben, auch ohne den Aussatz zu haben. Sie reden so, weil Sie nicht wissen, worum es sich handelt. Ich will Sie nicht kränken, aber ich könnte gut fortfahren, so lachen. Wissen Sie denn, worum es sich handelt? Ich weiß es. Sie sind hochmütig. Es ist der kleine Hochmut derer, die lange sterben. Er ist deswegen nicht weniger ärgerlich. Denken Sie übrigens nicht, dass ich mich beklage. Es ist eine angenehme Krankheit, die nicht wehtut. Man wird unempfindlich. Was kann man auf der Welt Besseres erreichen? Ich war dennoch etwas voll Groll gegen Richards. Wie sehr ich ihn auch bemitleidete. Dass er von aller Welt verlassen war und bei lebendigem Leibe verweste, war das ein Grund, überheblich zu sein? War man ein Narr, nur weil man nicht krank war? Jedenfalls war ich nicht mehr als die anderen verpflichtet, mich um ihn zu kümmern. Er behauptet, dass es nicht ansteckend ist. Ich hoffe, Sie haben sich trotzdem desinfiziert. Ich tue Lysol ins Waschwasser. Hoffentlich nützt das. Gehen Sie mir aus dem Weg, wenn Sie sich fürchten. Kein Streit, bitte. Wir können wenig für Richards tun. Ein armer Teufel. Dass er bald sterben wird, ist das Beste für ihn. Wohin gehen Sie? Ich habe einen schweren Tag gehabt. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir leichte Tage gehabt? Ich finde es nicht komisch. Ich fühle mich schuld daran, weil ich das Wort zu Ihnen gebracht habe. Genau das will ich sagen. Ich muss Sie jetzt einen Augenblick allein lassen. Eine kleine Untersuchung in meinem Laboratorium nebenan. Es geht ganz schnell. Es war, als zöge sich das Gericht zur Beratung zurück. Freispruch. Mildernde Umstände. Todesurteil. Ich saß auf der Anklagebank und horchte auf Schritte. Auf das Knarren von Dielen. Und das Gehen einer Tür. Es dauerte sehr lange, bis Dr. Bayard zurückkam. Aber ich schöpfte Hoffnung, als ich sein Gesicht sah. Es hat einen zufriedenen Ausdruck. Nun? Übrigens, was Ihr Wort betrifft, ich kann Ihnen noch weitere Variationen geben. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Doktor. Haben Sie etwas gefunden? Zum Beispiel gibt es in meiner Muttersprache ein Wort, la certitude, die Gewissheit. Eben die will ich haben. Nicht wahr? Es erinnert an Lacertes, aber wessen ist man gewiss? La certitude, die Gewissheit. Das ist wie eine Antwort, für die man die Frage nicht weiß. Ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Das wird der Besuch für Sie sein. Besuch für mich? Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, jemand wollte Sie sprechen. Niemand außer Ihnen weiß, dass ich hier bin. Wer ist das? Zwei Herren. Kennen Sie sie? Ich habe sie nie gesehen. Und hier bei Ihnen? Warum nicht bei mir? Warten Sie, ich öffne. Ja, kommen Sie herein. Nehmen Sie hier Platz. Der Herr kommt gleich. Es gibt Fälle von Lepra, die sehr schnell verlaufen. Ich meine, tödlich verlaufen. Ein paar Wochen, ein paar Monate.
Und wiederum gibt es Fälle, die sich über Jahre hinziehen, ja, über Jahrzehnte. Das ist ja jetzt nicht mehr wichtig. Es bleibt immer gleich wichtig. Ich meine, für mich. Ich glaube, Sie müssen gehen, die Herren warten schon. Ja. Um auch das noch zu sagen, das brasilianische Leprosenheim war früher ein Kloster, das von spanischen Mönchen besetzt war. Es heißt noch heute die Kartause, spanisch La Certosa. La Certosa? Nicht wahr? Das erinnert auch an Lacertis. Ganz ohne Bedeutung ist das Wort nicht. Es erinnert sehr daran. Nun, Sie können darüber nachdenken, wenn Sie in die Certosa kommen. In die Certosa? Die beiden Herren kommen aus der Certosa, um Sie abzuholen. Es ist alles in Ordnung, Monsieur. Sie haben den Aus... Es schneite vor meinen Fenstern. Ich ging nur wenig hinaus. Dann kam ein Brief von einem Herrn Laparte in Antwerpen. Ich sollte bald kommen und alle Zelte abbrechen. Ich malte sehr schnell die letzten drei Bestellungen Fuchs aus der Schonung tretend, verkaufte meine Möbel und ging eines Morgens mit einem mittelgroßen Koffer zum Bahnhof. Mir war es, als hätte es unterdessen nicht aufgehört zu schneien, aber wahrscheinlich irrte ich mich. Ich lebte 3 Wochen in Lapartes Haus, das er allein und mit zahlreicher Dienerschaft bewohnte. Dann lief das Schiff nach Pernambuco aus. Das Schiff nach Pernambuco. Anders kann ich nicht nach Brasilien gekommen sein. Aber ich suche in meinem Gedächtnis nach einem Schiff und nach einer langen Reise über das Meer. Mein Gedächtnis hat viel entlassen. Offenbar sind es Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Mich überkommt der unnütze Gedanke, was mit diesen Dingen geschieht, wo sie sich ansiedeln, die Heimatlosen. Vielleicht schreien die Möwen, die ich gehört haben muss, im Traum eines Kindes. Die Befehle des Kapitäns verstören die zärtlichen Worte eines Liebhabers. Und das Klirren der Teller im Speisesaal erheitert einen Sterbenden. Wo aber bleibt vor allem die Zeit, die viele Zeit, die vergessen ist? Ich fürchte, dass sie zu einem Leben zusammengestückelt wird, das unnütz ist. Das Schiff nach Pernambuco. Aber es ist niemand mehr da, den ich darum fragen könnte, wie lange die Überfahrt gedauert hat und welche Häfen wir angelaufen haben. Sollte das Vergessen eine Art des Sparens sein, so zweifle ich nicht, dass auch eine Gelegenheit vorgedacht ist, das angesammelte Kapital zu verbrauchen. Ich sehe uns im Hause des Dr. Bayard. Ich sehe seinen grauen Spitzbart und seine großen dunklen Augen hinter dem Kneifer. Er stammt aus der Normandie und Laparte schätzt ihn als Schlangenkenner. Er ist der Arzt der guten Gesellschaft von Pernambuco. Seine Schwester führt ihm den Haushalt, ein scheues, altes Mädchen. Ich glaube, sie ist stumm oder sie ist ein Geist. Man erschrickt bisweilen vor ihrer Lautlosigkeit. Das Schiff nach Pernambuco. Es ist abgewrackt. Und sein Name ist vergessen in alten Schiffsregistern wieder, dieses verdächtige Wort. Vergessen. Es schleicht sich überall ein. Ich will nicht denken, dass es die kleine Münze ist, die ich unter der Zunge trug und die ich dem Fährmann für die Überfahrt geben musste. Wir waren doch sehr... Die einzige Kurzweil ist der Rotwein. Ich beklagte mich bei dem Wirt. Der Kneipe darüber und er lachte und meinte, Algeciras sei der Mittelpunkt der Welt, weil dort alles stillstehe und ringsherum sich alles bewege. Wo ist der Mittelpunkt der Welt? In Algeciras. Ich glaube, Sie hören nicht zu. Erzählen Sie trotzdem weiter. Es ist nicht wichtig, ob ich zuhöre. Na gut. Ich ging wieder an Bord, aber am nächsten Tag konnten wir aus irgendeinem Grund nicht auslaufen und langweilten uns weiter. Zum Mittag hielt ich es weder an Bord noch in der Kneipe mehr aus. Ich schlenderte durch die Gassen und kam auf eine Straße, die in Serpentinen den Abhang hinaufführt. Es war kein Vergnügen, in der Hitze dort zu gehen. Ich wollte nirgends hin, die Langeweile trieb mich, oder eine Art Trotz. Plötzlich war ich am Mittelpunkt der Welt. In Algeciras. Ah, in Algeciras.
Genauer gesagt etwas oberhalb von Algeciras. Der Weg machte eine Biegung, eine hohe Mauer war da und darüber eine Hecke. Eine Eidechse saß auf der Mauerkrone. Mit erhobenem Kopf war sie wie in der Bewegung erstarrt. Es war aber, als sehen mich aus der Hecke heraus ein paar Augen an, die ich nicht sah. In Algeciras? Ja, es liegt nah bei Gibraltar, man sieht den Felsen herüber. Die Straße führt zu einem Steinbruch, aber das wissen Sie nicht, Sie sind nicht weitergegangen. Ich bin nicht weitergegangen. Habe ich es denn schon einmal erzählt? Lassen Sie sich nicht stören. Ich erzähle es oft. Ich erzähle es den Baumstämmen und dem Wasserkrug. Ein paar Augen sahen Sie an? Sie sahen mich so brennend an, dass ich es nicht ertragen konnte. Aber Sie hörten nichts. Ein Schrei oder vielleicht ein Wort. Nein, es war gerade die Stille, die alles noch mächtiger machte. Es war eine Stille, die es nirgends gibt. Ich dachte, dass Sie die Welt hätten hören müssen, wie sie sich bewegt. Ah, diese Bewegung eben war die mächtige Stille. Und dann? Wie können Sie dann sagen? Als ob es dort Zeit gäbe. Es war nichts, ich ertrug es nicht. Ich drehte mich um und ging. Ich dachte, dass dann die Eidechse weiterlief und dass die Augen in der Hecke dann einem Mädchen gehörten, das mir neugierig nachstarrte. Und damit es so würde, drehte ich mich um und ging. Sehen Sie da, mit alles vergessen würde. Aber es wurde nicht vergessen. Algeciras war wie vorher. Die Kneipe, der Hafen, das Schiff. Würden mir helfen, auch wenn Ihre Schrift vom Regen ausgewaschen oder von wuchernden Ranken zugedeckt ist. Zeit. Das ist die Farbe einer wilden Rose geworden und das Schälern einer Schlangenhaut. So weiß ich auch die Ziffer für das Jahr nicht, das dem allen vorausging. Möglicherweise hieß es 1880, aber ich habe es in meiner Erinnerung Lacertis genannt. Mit einem Wort, das damals Bedeutung für mich hatte, obwohl es sinnlos ist. Und obwohl ich wusste, dass es nicht das richtige Wort war. Das richtige Wort hörte ich in der Neujahrsnacht eben dieses Jahres. Und ich hörte es im Schlaf. In einem ebenerdigen Zimmer lag ich und das Fenster war einen Spalt weit geöffnet hinter den Gardinen. In meinen Traum schallte der Gesang der Betrunkenen, die heimgingen, und der Stundenschlag der Pauluskirche, es war kurz nach sechs. Ich fuhr empor, als ich das Wort vernahm. Jemand, der an meinem Fenster vorüberging, musste es ausgesprochen haben, im Gespräch und nebenbei, obwohl es das Wort war, das alle Geheimnisse erklärte. Für seine Dauer war die Welt verwandelt und begriffen. Aber im gleichen Hauch war es wieder vergessen. Ich sprang aus dem Bett und stürzte ans Fenster. Ein Paar ging in der Richtung zur Wilhelmstraße. Beide trugen schwarze Mäntel. Der Mann einen Zylinder, die Frau, die fast ebenso groß war, ein zierliches Hütchen. Es kam mir vor, als schwankten sie beide. Lachten sie auch? Ich rief, aber sie drehten sich nicht um und bogen links in die Fischergasse ein. Hastig zog ich mich an und rannte auf die Straße in der Hoffnung, sie einzuholen. In großen Flocken fiel Schnee auf ihre Spuren, die ich bald verlor. Ich hatte den Stein der Weisen besessen, so lange wie ein Blitz währt. Findet man ihn zum zweiten Mal, wenn schon beim ersten alles Suchen vergeblich ist? Der Zufall war meine beste Hoffnung. Ich begegnete dem Paar nicht einmal einem, das ihm ähnlich gewesen wäre. Überhaupt schienen die Straßen sich zu leeren, und als die Klingel einer Pferdebahn in der Ferne verstummt war, blieb ich gleichsam allein in einer steinernen Mondlandschaft zurück. Im Schleier des Schnees, der eisig aus dem Weltraum an die Hafenspeicher fuhr. Da war die halbhohe Mauer, über die hinweg man sonst auf den Hafen sah. Etwas Ungewöhnliches war heute daran. Hatte jemand eine Last darauf niedergesetzt, einen halb gefüllten Seesack und stehen lassen, sodass der Schnee ihn angeweht hatte? Oder war hier inzwischen eine Plastik aufgestellt worden, die dem Kunstsinn der Bürger schmeicheln konnte, bei Sonne und bei Schneetreiben? Ich kam näher. Kommen Sie in den Schatten.
erzählen Sie ausführlich. Mich wundert es, dass ich Sie noch antreffe. Wollten Sie nicht längst unterwegs sein? Zur Küste? Ja, eigentlich. Ich dachte, wenn Sie noch nicht fort wären, könnte ich Sie abholen. Ich bin noch nicht fort. Aber ich... Was meinen Sie? Ich hätte nicht zu kommen brauchen. Sie sind woanders. Es rührt mich fast, dass Sie zuhören, wenn ich Ihnen sage, dass Siemens tot ist. Was sagen Sie mir Entsetzliches? Bin ich stumpf? Sie missverstehen mich. Es ist alles gut. Aber ich bin traurig darüber, dass Sie mich nicht mehr brauchen. Nein, widersprechen Sie nicht. Sie brauchen niemanden mehr. Nicht einmal ihn. Was ist mit ihm? Er wird bald sterben. Es ist gut, dass ich Sie noch einmal gesehen habe. Er wird sterben, nicht ich. Die dritte Möglichkeit. Sie bleiben. Der Strom floss breit und schlammig, und als das Boot in die Strömung glitt und an Fahrt gewann, hob Laparte die Hand und winkte mir zu. Er stand aufrecht, aber es schien, als habe er den Kopf noch tiefer in die Schultern gezogen und als habe er sich ermüdet niedergesetzt. Er rief mir etwas zu, was ich nicht mehr verstand. Es mochte das Wort sein, das ich schon einmal nicht verstanden hatte. Er war hier gewesen und wusste es und hat es mir nicht gesagt. Es kann aber auch sein, dachte ich, dass man es mir erst sagen kann, wenn man so weit fort ist, dass ich es nicht mehr verstehe. Diese Ferne ist die Voraussetzung des Glücks. Ich hob die Hand und winkte, obwohl das Boot nicht mehr zu erkennen war. Zugleich hob ich die Hand, um alles wegzuwischen. Die Fragen, das viele vielleicht, den Abschied. Laparte, Siemens. Adieu. Der Strom fließt breit und schlammig. Ich werde selber drauf fahren und nicht wiederkehren. Ich drehte mich um. Ich war dennoch etwas voll Groll gegen Richards, wie sehr ich ihn auch bemitleidete. Dass er von aller Welt verlassen war und bei lebendigem Leibe verweste, war das ein Grund, überheblich zu sein? War man ein Narr, nur weil man nicht krank war? Jedenfalls war ich nicht mehr als die anderen verpflichtet, mich um ihn zu kümmern. Er behauptet, dass es nicht ansteckend ist. Ich hoffe, Sie haben sich trotzdem desinfiziert. Ich tue Lysol ins Waschwasser. Hoffentlich nützt das. Gehen Sie mir aus dem Weg, wenn Sie sich fürchten. Kein Streit, bitte. Wir können wenig für Richards tun. Ein armer Teufel. Dass er bald sterben wird, ist das Beste für ihn. Wohin gehen Sie? Ich habe einen schweren Tag gehabt. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir leichte Tage gehabt? Er hat Angst, dass Sie ihn anstecken. Bin ich selber schon aussätzig? Unsinn. Also, was soll man tun? Gar nichts wäre eine Möglichkeit. Das ist etwas zu wenig. Ich schlage vor, wir bringen ihn an die Küste. Es wird irgendwo eine Anstalt für solche Fälle geben. Dort gehört er hin. Diese Möglichkeit hat einen Vorteil. Sie sieht so aus, als hätten wir uns um ihn gekümmert. Haben wir es dann nicht? Zugleich aber sieht sie auch nach Fahnenflucht aus. Fahnenflucht? Ist dieser Transport eine Kleinigkeit? Ich sehe, eines ist das Beste. Bringen wir ihn an die Küste. Das ist unmöglich. Soll die Expedition aufgegeben werden? Aufgegeben werden? Wieso? Sagten Sie nicht, wir bringen ihn an die Küste? Wir? Um das auszuführen, genügt einer. Ich schlage vor, Siemens. Warum lachen Sie? Weil er es ganz einfach ablehnen wird. Dann Sie, Kingsley. Unmöglich, ich habe zu viel Zeit und Geld in diese Sache gesteckt. Von Herrn Laparte ließ es sich dasselbe sagen. Es lässt sich auch sagen. Dann bleibt eigentlich niemand übrig. Niemand? Oder wollen Sie es mir zumuten? Zumuten natürlich nicht. Aber... Am nächsten Morgen waren Siemens und Kingsley so früh aufgebrochen, dass ich sie nicht mehr zu Gesicht bekam. Ich packte meine Sachen für die zweite Reise zu Richards.
Laparte kam hinzu und beobachtete mich aus seinen kleinen, flinken Augen. Ich hasste ihn in diesem Augenblick. Es passt mir schlecht, dass Sie weggehen. So viele Tage, wo Sie nicht malen. Oh, Ihre Bilder sind wunderbar. Es ist ein Glück für mich, dass ich Sie gefunden habe. Für mich und für mein Buch. Wasserstiefel. Natürlich muss ich die Wasserstiefel mitnehmen. Wenn man es recht bedenkt, braucht man alles. Man müsste alles mitnehmen. Sie haben recht. Ich packe zu viel ein. Im Gegenteil. Zu wenig. Wollen Sie Ihren Malkasten hier lassen? Meinen Sie, dass ich Zeit zum Malen habe? Wenn ich Richards an die Küste bringe? Warum nicht? Es dauert 8 Tage, bis Sie in Manaus und 3 Wochen, bis Sie in Para sind. Das kommt mir sinnlos vor. Wie soll er das überstehen? Das ist wie eine Reise nach einem anderen Friedhof. Das ist in jeder Reise eingeschlossen. Was wollten Sie anderes für ihn tun? Ihn lassen, wo er ist? Oberschenkel und am Bauch, weiter nichts. Es ging wieder weg und kam an anderen Stellen wieder. Ich achtete nicht darauf. Ah, Unsinn, ich will Ihnen keine Krankengeschichte erzählen. Und eigentlich weiß ich auch, woher ich es habe. Ja? Ich meine, woher es kommt, dass ich es bekommen konnte. Eine Veranlagung, sagten Sie. Ich meine den Punkt in der Welt, wo sich alles entscheidet. Gibt es den? Ich fuhr auf einem türkischen Schiff und wir hatten in Algeciras angelegt. In jedem Hafen ist mehr los als dort. Es ist doch eigentlich kein Hafen, sondern ein Fischerdorf. Die einzige Kurzweil ist der Rotwein. Ich beklagte mich bei dem Wirt der Kneipe darüber und er lachte und meinte, Algeciras sei der Mittelpunkt der Welt, weil dort alles stillstehe und ringsherum sich alles bewege. Wo ist der Mittelpunkt der Welt? In Algeciras. Ich glaube, Sie hören nicht zu. Erzählen Sie trotzdem weiter. Es ist nicht wichtig, ob ich zuhöre. Na gut. Ich ging wieder an Bord, aber am nächsten Tag konnten wir aus irgendeinem Grund nicht auslaufen und langweilten uns weiter. Zum Mittag hielt ich es weder an Bord noch in der Kneipe mehr aus. Ich schlenderte durch die Gassen und kam auf eine Straße, die in Serpentinen den Abhang hinaufführt. Es war kein Vergnügen, in der Hitze dort zu gehen. Ich wollte nirgends hin, die Langeweile trieb mich, oder eine Art Trotz. Plötzlich war ich am Mittelpunkt der Welt. In Algeciras. Ah, in Algeciras. Genauer gesagt etwas oberhalb von Algeciras. Der Weg machte eine Biegung, eine hohe Mauer war da und darüber eine Hecke. Eine Eidechse saß auf der Mauerkrone. Mit erhobenem Kopf war sie wie in der Bewegung erstarrt. Es war aber, als sehen mich aus der Hecke heraus ein paar Augen an, die ich nicht sah. In Algeciras. Ja, es liegt nah bei Gibraltar, man sieht den Felsen herüber. Die Straße führt zu einem Steinbruch, aber das wissen Sie nicht, Sie sind nicht weitergegangen. Ich bin nicht weitergegangen. Habe ich es denn schon einmal erzählt? Lassen Sie sich nicht stören. Ich erzähle es oft, ich erzähle es den Baumstämmen und dem Wasserkrug. Ein paar Augen sahen Sie an? Sie sahen mich so brennend an, dass ich es nicht ertragen konnte. Aber Sie hörten nichts? Ein Schrei oder vielleicht ein Wort. Nein, es war gerade die Stille, die alles noch mächtiger machte. Es war eine Stille, die es nirgends... In der Ferne verstummt war, blieb ich gleichsam allein in einer steinernen Mondlandschaft zurück. Im Schleier des Schnees, der eisig aus dem Weltraum an die Hafenspeicher fuhr. Da war die halbhohe Mauer, über die hinweg man sonst auf den Hafen sah. Etwas Ungewöhnliches war heute daran. Hatte jemand eine Last darauf niedergesetzt, einen halb gefüllten Seesack und stehen lassen, sodass der Schnee ihn angeweht hatte? Oder war hier inzwischen eine Plastik aufgestellt worden, die dem Kunstsinn der Bürger schmeicheln konnte, bei Sonne und bei Schneetreiben? Ich kam näher und sah einen Menschen auf der Brüstung hocken, halb zugeweht wie ein verlassener Seesack und wie eine steinerne Figur, die sich gegen kein Wetter wehrt. Ist das eine Temperatur, um im Freien zu sitzen? Wer findet mich, wenn ich im Zimmer bleibe? Wollten Sie gefunden werden? Und bitte, ich habe Sie. Obwohl ich etwas anderes suchte.
Sie können in dieser Nacht nichts Besseres suchen und finden als mich. Möchten Sie meinen Buckel anfassen? Ihren Buckel? Ja, ich habe einen. Schauen Sie nicht so verlegen. Warum sollte ich ihn anfassen? Es bringt Glück. Denken Sie daran, dass heute die erste Nacht des Jahres ist. Es bringt mehr Glück als ein Hufeisen, als ein vierblättriger Klee, als ein Schornsteinfeger. Glück für das ganze Jahr. Und es kostet nur 50 Silbergroschen. Zu teuer für mich. 25, weil es schon morgen ist. Ich hätte das Gefühl, es zu billig zu bekommen. Hat das Glück keinen festen Preis? Sie sind unwissend. Und? Sie hätten aber die Anlage, ein Kenner zu werden. Ich meinte, Sie wollten mir den Preis für das Glück sagen. Sie werden ihn genau erfahren. Später. Vielleicht bald. So, und jetzt geben Sie mir Ihre Hand. So, hier. Hier ist mein Buckel. Sie sind kalt wie Eis. Das wundert mich nicht. Sie kommen jetzt mit mir. Ich koche Ihnen einen Tee. Ich muss auf die Leute warten, die das Glück brauchen. Es kommt niemand mehr. Die Betrunkenen sind glücklich. Die Nacht ist vorbei. Wirkt es noch, wenn die Nacht vorbei ist? Es wird immer schwächer. Nun sagen Sie es selbst. Kommen Sie. Tun Sie rum in den Tee. Danke. Und Sie? Ich habe bis 2 Uhr getrunken. Punsch, Grog, Wein. Wohin schauen Sie? Die Bilder. Haben Sie die selbst gemalt? Ja. Wird Ihnen schon wärmer? Sie sind sehr naturgetreu. Grog hätte noch besser gewärmt, aber ich dachte, Sie hätten vielleicht genug von der Neujahrsnacht. Das ist eine Bergdohle. Das Angefangene dort, man kann noch nicht viel erkennen. Ein Fuchs, der aus der Schonung tritt. Ich male ihn oft immer gleich. Ein beliebter erster Preis für Schützenvereine. Ich verstehe, dass Sie Erfolg haben. Ihre Bilder sind wirklich sehr naturgetreu. Auch der Gecko dort. Oh. In Algeciras gelebt. Aber es war noch etwas anderes. Ich sah nichts in der Welt mehr wie im ersten Augenblick. Ich kannte alles. Ich hatte überall sehr lange gelebt. Und das ist eigentlich der Aussatz. Ich bekam ihn, weil ich ihn schon hatte. Sind Ihre Augen noch gut? Oh. Jetzt wird's allmählich anders. Je schlechter ich sehe, desto neuer wird alles für mich. Ich lebe nach rückwärts. Ja, Tod. Das ist der Augenblick, wo die Welt ist wie am ersten Tag. Die Indianer, bei denen Richards Zuflucht gefunden hatte, friedliche und gutmütige Leute, räumten eine Hütte für mich aus, wo ich für die Tage wohnen sollte, die ich blieb. Richards war immer nur wenige Stunden am Tage wirklich wach. Die anderen dämmerte er im Halbschlaf dahin. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr weit von dem Augenblick entfernt war, von dem er gesprochen hatte. Der Gedanke, ihn noch an die Küste zu bringen, war absurd. Ich hatte viel Zeit in diesen Tagen und packte mein Malzeug aus. Ich malte keine Tiere, ich malte die Hütte, worin Richards sterben sollte, den Pfad, der zu der Hütte führte, und den Urwald dahinter. Ich dachte, dass ich das für Manuela malte. Ich brauchte ihr nicht zu sagen, dass der Tod in diesem Bild war. Es war eine Landschaft aus dem Urwald, weiter nichts. Es war das Beste, was ich je gemalt habe. Und dennoch herzlich schlecht. Manuela hat das Bild nie gesehen. Es gibt gewiss auch viele Dinge, die mich angehen, von denen ich nie erfahre. Der Whisky reichte länger als vorgesehen, aber am 4. Tage war er zu Ende. Ich dachte an die 3. Möglichkeit, von der Laparte gesprochen hatte. Ja, plötzlich sah ich sie auch. Und sie schien mir die natürlichste. Sie bieten mir nichts mehr an. Die Flaschen sind leer. Und 3 Tage vergangen. Wir sind im 5. Sie sind länger geblieben als vorgesehen. Wollten Sie mich nicht an die Küste bringen? Sie wollten es nicht. Sie werden fort müssen, nicht wahr?
Nein. Sonst lief ich vor ihnen davon, wie ein Zicklein, das ein Fremder lockt. Dabei kannte ich sie doch alle, die kommen konnten. Die alte Victoria, die uns Fleisch und Gemüse brachte. Den Briefträger. Die vier Arbeiter, die in dem halb aufgegebenen Steinbruch arbeiteten, wo die Straße endete. Ich weiß die Namen der vier noch. Ramon, José, Ricardo, Carlos. Wie lange habe ich nicht mehr an die Namen gedacht. Damals aber war es wie die vier Verse einer Strophe, wenn sie morgens der Reihe nach vorbeigingen. Ramon, José, Ricardo, Carlos. Und abends, wenn sie herabkamen vom Steinbruch, Ramon, Ricardo, Carlos, José. Abends war die Reihenfolge immer etwas anders als am Morgen. Ein Glück, dass man die Verse austauschen konnte. Die Strophe blieb immer gleich schön. Ein einziges Mal kam ein Fremder. Er kam in der heißesten Stunde des Nachmittags. Und ich sah ihn von Weitem, wie er auftauchte und wieder verschwand, je nach den Biegungen des Weges. Er trug eine Schirmmütze, die er ab und zu in den Nacken schob, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Und als er näher war, sah ich, dass es ein Matrose von einem der beiden Schiffe sein musste, die gestern unseren Hafen angelaufen hatten. Warum kam er herauf? Es war ein heißer und weiter Weg, der nirgends anders hinführte als zu uns und zu dem Steinbruch. Jetzt hätte ich schon sein Gesicht erkennen können, aber er hielt den Kopf gesenkt, während er mit langsamen Schritten anstieg. Kurz vor der Mauer blieb er stehen und blickte die Mauer empor auf die Hecke und blickte genau auf die Stelle, wo ich versteckt lag. Obwohl ich sicher war, dass er mich nicht sehen konnte, fühlte ich mich gesehen. Aber ich blieb hocken, ebenso bewegungslos wie die Eidechse, die auf der Mauerhöhe in der Sonne lag. Jetzt sah ich den Mann genau, einige lange Augenblicke. Er musste sehr jung sein, hatte eine helle, aber dunkel verbrannte Haut, dünne Lippen und blaue, sehr helle Augen. Mit diesen hellen Augen starrte er unverwandt auf mein Versteck. Und es war mir, als bewegten sich seine Lider die ganze Zeit nicht. Noch als er den Kopf gehoben hatte, hatte ich ihn nicht gekannt. Aber nach diesen wenigen Sekunden war er mir vertraut. Ich kannte ihn seit langem.